Hallo liebe Mutzis, ganz kurze Durchsage, bevor es mit der Folge losgeht. Am 31. Dezember 2023 ab Mitternacht gibt es auf meinem YouTube-Kanal das letzte Solo-Programm Standauf in voller Länge und gratis zu sehen. Ich habe mir nämlich lange überlegt, was ich mit dem Programm mache. Wir haben es super schön aufgezeichnet, so richtig bombastisch mit mehreren Kameras und so einem richtigen Netflix-Look. Also es sieht aus wie Netflix, es ist nicht Netflix, aber darum kann man es ja gratis auf YouTube tun. Weil man es aufzeichnet, um einen kleinen Teil im SRF zu geben. Das ist aber ein Drittel vom ganzen Programm. Und da habe ich gedacht, ich mache es irgendwie auf meiner Webseite, ein bisschen Geld dafür verlangen. Und da habe ich gedacht, nein, weil mein Ziel ist eigentlich, dass möglichst viele Menschen das Programm sehen. Ich bin sehr stolz auf das Programm. Ich bin auch sehr stolz auf die Produktion, die wir gemacht haben. Und dann wäre das Schönste für mich, wenn möglichst viele Leute das können anschauen können. Und da kommt ihr ins Spiel. Wenn der 31.12. schon gesehen ist, dann geht jetzt auf meinen YouTube-Kanal, von mir aus ein Nachterfolg, aber zumindest irgendwie so in nächster Zeit. Schaut das, gebt ein Like, abonniert den Kanal, teilt es, also den Link irgendwie allen Menschen schicken, die ihr kennt und auch denen, die ihr nicht kennt, weil das hilft extrem viel. Und habt viel Freude und Spass ab dem Ding, ja? Weil das ist ja eigentlich das Wichtigste und auch das Hauptziel von dem Ganzen. Und hoffentlich schauen es ganz viele Menschen, weil mein grosses Ziel, das ich habe, ist an meinem Geburtstag, das ist der 1. Februar, möchte ich mit diesem Video 10'000 Views erreicht haben. Das ist ein grosses Ziel, es ist aber nicht ganz unrealistisch, wenn alle mithelfen. Also ich hoffe auf euch, geht's schauen, geht's teilen, geht's liken, abonniert den Kanal. Auch wenn noch nicht 31.12. seht, könnt ihr das auch schon jetzt machen, weil das hilft dann auch, wenn das Video rauskommt. So, jetzt habe ich genug geredet für den Moment und ich wünsche euch ganz viel Spass mit der heutigen Folge. Test. Super Mistime, dass ich meinen Kaffee jetzt anfange zu trinken, wenn schon der Weiss wie am Start ist. Oh, das gibt einen geilen Geschmacksverstärkung. Gibt vor allem einen guten Körper. Das gibt einen recht pfiffigen Furz. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Lauf schon. Also genau der Satz, mit dem fängt es an. Kein Vorspruch. Ein pfiffiger Furz. Hey, zum Wohl. Ja. Er hat noch nicht getrunken, es tönt nur so. Hey, zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Richtiges Audioerlebnis. Ja. Cheers, Christoph. Lieber. Wir haben es feiern. Es ist die 150. Folge. Nice. Und es ist die letzte vom 2023. Oh, yay. Ja. Kommt es noch aus im 23? Yes. Okay. Dann ist es ein Ehr mit euch, den letzten Podcast im Jahr zu feiern. Es ist absolut eine Ehre, ja. dass die alle am Start sind. Ja. Konfetti hätten wir gebraucht. Das wäre Tischbombe. Tischbombe, ja. Jetzt gibt es halt einen pfiffigen Furz. Das ist ja gut. Das ist auch gut. Schmecken du beides etwa gleich? Ja, das stimmt, ja. Ah, so. Wie tönt ein pfiffiger Furz? Das Schlimme ist, er tönt eben nicht. Das macht er gar nicht. Das sind die tödlichen, ja. Da gibt es die alten Sprichwörter, oder? Laute führt zu stinken nicht, leise aber fürchterlich. Ja, genau. Ja. Wer den Furz zuerst gerochen, dem ist er aus dem Arsch gekrochen. Preis! Ja. Ja, aber es ist Amateurfehler, wenn du sagst, hey, da stinkt es aber. Ja. Gut, ich habe einen Hund, das hilft. Dann kannst du mich so, Foxy. aber es schmeckt wie ein menschlicher Furz. Das hat ja mein Vater gemacht. Das habe ich zwar als Joke auf der Bühne erzählt, aber er hat ernsthaft seine Furz auf den Hund geschoben, aber bei mir hat er seine auf mich geschoben. Sehen Sie das Muster? Nein, das ist ein guter Vater. Obwohl der Hund auch da gewesen wäre, hätte er auf den Hund. Ich liebe den Joke, den du machst, wenn er mit dem Hund am Boden spielt und zwei Sekunden später sagt, ja, wir müssen jetzt noch eine Zeile 3 anreden. Voll. Ja, der Flixter ist leider nicht mehr unter uns. Oh nein. Ja, ja, wirklich. Hm. Wann ist das passiert? Ja, etwa ein Jahr. Schon? Ja. Oh. Ja. Okay. Tut mir leid. Hey,
Völlig okay. Also weißt du, was ist gesehen? Französische Bulldoggen bis was ist geworden? 12, 13? Ist das viel? Ich weiß es yeah. die Hundejahre. Schon nur Hunde für einen französischen Bulldog ist schon eher viel. Ja. Sind das immer doppelt, gell? 7 mal. 84 ist schon. Ja, ist so mal 7. Ja. Aber wieso altert das 7 mal schneller als wir Menschen? Oder ja, wieso altert ein Tier grundsätzlich schneller oder weniger? Wieso haben sie 4 Beine statt 2? Also. Ja, das ist nicht der Verrechnung. Okay. Ja. Nein, Mensch, warum machen wir immer mal 7? Das weiß ich gar nicht. Ja, weil es eben plus minus das Äquivalent ist. Okay. Das ist halt ein Leben von einem Hund geht etwa 7 mal weniger lang. Und darum, damit also, die Menschen in ihrem Hirn verstehen, wie alt das Tier wirklich ist, aha, dann bis 7. Genau. Wow. Ja, oder? Dass du nicht mit 12 sagst, so, jetzt bist du im Alter, wo du langsam ein bisschen könntest mal gehen laufen, oder? Jetzt können wir auch mal 5 Stunden wandern. Dann, nein, dann. Jetzt können wir dich mal alleine lassen. Auch nicht. Ja, also genau. Jetzt kannst du mal ein Bierchen trinken. Okay, wow. Wobei, ich habe wirklich gewartet bis 16 mit meinem ersten Bier. Wirklich? Ja. Wirklich? Ja, dort bin ich richtig brav gesehen. Also wie du hast wollen, also wie du es cool gefunden hast. Irgendwie hat sich das so, hat sich falsch angefühlt, vor 16 Bier zu trinken. Oder grundsätzlich etwas zu trinken. Ab 16 habe ich dann alles getrunken. Und du bist nicht auf dem Land aufgewachsen? Nein. 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 Also meine Mom hat mir die ganze Zeit gesagt, dass sogar Red Bull Alkohol hat. Ja, Red Bull bis 16 nicht getrunken. Ich denke, es hat wirklich Alkohol drin. Aber Alkohol sonst habe ich glaube vorher schon ausprobiert. Aber Red Bull nicht. Die Mischung. Und dann die Enttäuschung, wo du zuerst mal Red Bull hast und es ist so, okay. Ich bin einfach wach, aber mir ist nicht passiert. Nein, und dann habe ich Red Bull Wodka entdeckt und ich glaube, wir alle haben so einen Drink. Oder einfach so eine Entdeckung in dem Alter. Smirnoff Eis. Wirklich? Was? Ja, kannst du das nicht trinken? Nein, was? Ich nicht. Oh, das ist lieb immer. Also bis heute könnt ihr das trinken? Da habe ich als Jugendlicher so viel gekotzt dazu, das ist erledigt. Oh, wow. Ja. Okay. Nein, das, dort habe ich keine Maske. Ich habe es wieder entdeckt, ich finde es schon noch geil. Ja, ich müsste es jetzt wieder mal probieren. Ja. Das gibt es ja immer noch. Eben? Gibt es immer noch, ja. Bacardi Breezer gibt es nicht. Ja. Nein. Nein. Oh, das ist aber auch gut gewesen. Aber es gibt immer noch, wie heisst das, Desperados? Das ist Bier, oder? Bier und Tequila, oder sowas. Ja, genau, ja. Stimmt, ja. Weil der Mola Adebisi, mit dem habe ich im Quatsch Comedy Club gespielt. Und der verdient ja immer noch recht gut Cash mit so 90s Partys, die er hostet. Okay. Und da haben sie irgendwie auf der AIDA oder irgendeinem riesen Clubschiff, haben sie 90s Partys gemacht. Und der hat gesagt, am ersten Tag hat das Schiff schon wieder an Land müssen anlegen, weil sie zu wenig Desperados gehabt haben. Alle Desperados gesagt. Okay, ja. Zu Hathaway und Captain Jack. Dann ist der Mola Adebisi, ist dann von der Reto Hanselmann von Deutschland. Hm? Der macht doch nicht 90s Partys bei uns. Also, macht er? Ja. Und der holt dann eben genau an, Hathaway. Ich habe nur gewusst, dass was macht er? Wiesn? Halloween natürlich. Und Halloween. Mhm. Du bist gesehen, gell? Ja, ich bin gesehen das Jahr, zum ersten Mal. Halloween? Crazy. Ja. Absolut batshit crazy. Also, was bist du gegangen? Als Dies de la Muertos wieder erwachte Hauptzombie James Bond killen. Okay. Ich muss das Bild zeigen. Sind es die Köpfe, die Jank sammelt? Also so ein. Also, hast du Film. Wie heißt der? Der James Bond Film vor dem letzten. Ich weiß es gar nicht. Nein. Nach Skyfall, ich weiß es nicht mehr. Es hat noch Spectre. Spectre. Ja, dort, wo er am Anfang mit dem Zylinderhut umeinander läuft und so ein Skelett. Eben, das sind schon die Köpfe, oder? Ja, sind das die, wo du sammelst? Nein, das ist. Also das ist nicht der Style, aber das ist einfach auch ein Skelettkopf. Ja. Aha. Aber warte, du sammelst Skelette? Nein. Er hat eine sukkulente Sammlung. Was? Wieso? Ich finde die Amix, weißt du, also. Was? Spezielle Orte. Nach Halloween-Partys. Dann findet sie manchmal im Keller. Friedhof. Hast du noch einen? Bestattungsinstitut. Nein, Mensch, was sammelst du? Nein, ich habe einfach mal beim Schul im Radio einen mitgebracht. Das ist einfach so ein Schädel, der so verziert ist. Okay.
Wieso? Gib mal die Dias de los Muertos. Das ist ja glaube ein Viertig tatsächlich in Mexiko, oder? Ja. Genau. Ich kenne es aber nur vom Bachelor, weil da haben sie mal in Mexiko gedreht, der Deutsche. Oh, wow. Und danach sind sie alle an Dias de los Muertos. Niemand passender wie beim Bachelor, ja. Genau. Also unter. Ah, schau jetzt, aber die meine ich. Die Totenköpfchen. Oder? Das ist mitgenommen. Das ist so eine. So eine hast du mir gebracht. Ja, ist jetzt nicht vom Dia de los Muertos, okay. Gewesen, aber einfach. Aber einfach aus dem Grab. Es ist ja der Dias, es ist ja nicht Dias. Entschuldigung. Dia, oh ja. Wann ist der im Mai oder so, gell? Oh, yeah. Das weiß ich gar nicht. Cinco de Mayo oder so. Ist es Cinco de Mayo? Ist es nicht das gleiche? 2. November. 2. November? Nicht! Das ist ja krass, halt. Also die zwei. Man sagt ja, der 2. November ist der Kleinbruder vom 5. Mai. Ja, das stimmt. Und wir sagen, dass der Januar ist. Ja, das sagt man, dass der Januar der Bruder vom Dezember ist. Ja. Januar ist manchmal auch der neue Dezember. Ja. Absolut. Ja. Weihnachtsfest und so. Immer wie mehr im Januar. Ja, macht ja Sinn. Ich finde auch, also lustigerweise apropos Mexiko, meine Schwester und meine Mutter sind jetzt bis vor wenigen Tagen in Mexiko gewesen, also bis nach Weihnachten und haben, ja, mit überlegt. und durch das haben wir jetzt noch keine Weihnachten gefeiert mit ihnen. Und ich finde das super, wir werden es im Januar nachholen. Und ja, dann ist alles 50%. Also weißt du, wieso nicht einfach alle gerade im... Weißt du, kannst ja schönes Essen machen, aber Geschenke, mach doch das im Januar. Das stimmt. Und du musst Ende Dezember was kommt, Strassensteuern? Können nicht mitreden als Elektroauto. Autoversicherung? Nein. Aber Autoversicherung? Kommt aber auch bald, ja. Ja? Stimmt, sonst sind es geändert. Genau, ja. Autoversicherung und Steuern. Du zahlst alles Ende Jahr. Dann finde ich es eh mega dumm. Du weißt, du zahlst eh das alles. Plus noch Geschenke, das stimmt. Januar. Gut, Steuern ist einem selber überlassen, wenn man sie zahlt. Ja, das man stimmt. Man zahlt sie auf die spätestens. Okay. Das ist ein Phänomen für mich, Steuerabrechnungen. Du kommst ja dann immer 3 Jahre später und also es hat im Fall übrigens gestimmt, was man verrechnet hat. Yeah. Oder du kommst ja so und so viel zurück. Hey, die könnten mir angeben, was sie wollen. Ich habe keine Ahnung und ich könnte es nicht überprüfen. Ich glaube, also ich habe einfach was gut. Ich habe noch nie etwas zurückgekriegt. Ich habe das ja eben mega viel zurückbekommen. Ich sage, du bist zurück! Ja! Ja, noch nie. Aber wirklich, ordentlich ist und ich dachte so, hä? Wieso? Also, bei mir ist es umgekehrt, sie kommen noch so. Ah, übrigens, 2019 hast du noch etwas offen. Und ich denke, habe ich nicht schon das schon lange gezahlt? Schon 3-mal gezahlt. Ja. Das heißt auch, die provisorische. Und dann kommt alles dazu. Ja. Dann heisst es, ah, und übrigens, wegen dem ist auch AHV mehr. Ja, genau. Ja. Und du bekommst Zinsen, wenn du drauf gehst. Eigentlich lohnt es sich mega eigentlich lohnt sich, schnell zu zahlen. Ja. Und dann mehr viel zu zahlen. Ja. Und dann kommst du das für Zinsen wieder zurück über. Ja, wir zahlen mit Zinsen drauf. Nein, ich zahle Zinsen drauf. Ich bin mir hinterher noch. Ich bin jetzt zum ersten Mal, habe ich glaube 22 jetzt. Recht. Also ja, bin jetzt fertig. Stimmt, das ist das erste Mal, wo ich glaube, fertig bin. Wir sind stolz. Nein, danke schön. Wir werden älter. Nein, wirklich. Das Leben verändert. Ist gut, sind wir bis 7 Minuten schon beim Steuertag. Das ist, das ist genau so, wie ich mir erhofft habe, so einen Tisch. Spätestens da, wenn ein paar Leute schon weggeschaut haben. Aber nur schnell, mein Urgroßvater, eben von wegen Vorauszahlen und so, der hat anscheinend, das ist die große Geschichte in unserer Familie, hat er irgendwann einen Brief gekriegt von den Steuern, wo sie gesagt haben, es sei sehr löblich, dass er als treuer Bürger immer seine Steuern vorauszahlt. Aber mehr als 2,5 Jahre im Voraus geht nicht. Oha! Oha! Hat er es gerade für 10 Jahre gezahlt? Er hat immer viel zu viel gezahlt. Und irgendwann haben sie gemerkt, ich glaube, wir sind langsam ein bisschen zu weit voraus. Oha! 2,5 Jahre? Also die Gen habe ich nicht geerbt. Nein. Nein. Sie überspringt ja immer 2 Generationen. Ja. Eins, mindestens 2. Dann müsst ihr ja. Nein, 2. Aha, 2. Ja. Das Rechnen ist nicht von ihm. Wobei, mein Vater hat es auch nicht. 2, 1, 2. Ja. Ja. Sie überspringt wahrscheinlich 5. Okay. Fair. Ja. Ich habe noch nie einen Comedian getroffen, der gut ist im Rechnen. Ich bin nicht so schlecht im Fall. Wirklich? Ja. Im Kopf rechnen? Ja. Katastrophe. Nein. Von Prozent. Also wirklich so, weißt du, 14 mal 12, ja, gib mir einen Taschenrechner. Ja. Ja, oder ich bin 78 geboren, ich habe keine Ahnung. Ja, jung.
78 und die plus 2 ist 80. Weißt du? Ja. Zuerst mal aufrunden und dann so 20. Mit welchem Jahr sind wir? Also. Ja, das macht Kopf rechnen gut. So basic. Also eben, aber nicht so Akanji-Style. Nein. Das ist Akanji. Dreistellige Zahlen mit der Manuel Akanji ist ein Genie, ein Rechnungsgenie. Okay. Also du kannst dann wirklich sagen 34 mal 368 und dann sagt er, was es ist. Das ist wirklich so. Nein, vergiss es. Ich weiß so. Er macht aber auch nie Kopfball. Ja. Warum ist er Verteidiger geworden? Ja, es gibt ja schon so Techniken. Du kannst schon, es gibt so wie vereinfachte Verben, die habe ich nie gelernt. Ja. Nein, ja, es ist ja alles logisch eigentlich. Aber ja. Du brauchst halt relativ früh jemanden, der das auch logisch kann erklären kann. Ja. Das scheitert wirklich gern oft auch dort. Dass es so. Das ist bei Martin wirklich so. Du musst nicht, Gott weiss, wie viel wissen. Es heisst einfach, du musst einfach die Formel kennen. Ja. Wenn du weißt, was von dir gefragt hast, macht die Formel vorne und ja, das Gemeine ist, aktivieren. Das Gemeine ist ja wirklich, wenn es einmal checkt hast, dann ist es einfach gecheckt. Mhm. Aber oft checkst du es einfach nicht. Nein. Mein einziger Zeugnissatz, den ich immer hatte, ist in Mathe, was absolut absurd ist. Aber das ist, weil ich damals die Klasse wiederholt habe. Das ist alle Prüfungen gut. Basic Algebra und noch Nachhilfe. Und dann habe ich halt wirklich Algebra in der Basis gecheckt. Mhm. Und dann habe ich in dem ja, ein Sechser gehabt. Okay. Es ist dann alles so einfach und logisch gesehen. Okay. Und nachher wieder dem. Dann ja gut, rappen wir die Folge ab. Schön gewesen mit euch zu reden. Mathe ist gut. Steuern und Mathe. So am Start. Ah, es hat kannst du im Kühlschrank? In der Innentür? Wow. Ein guter Zug. Ja, aber wirklich. Ja, das ist jetzt nicht einmal so auf eine Weise. Ja. Wieso? Saint-Saphorin? Ja, ja. Das habe ich eigentlich im Haus zu verdanken. Der hat sich nämlich da damals gewünscht gehabt, bevor man die 50. Der kommt gar nicht ohne, dass man noch einen Weißwein gibt, oder? Ich weiß nicht, ob das die effektive Bedingung ist, aber es ist auf jeden Fall ausgerichtet worden. Dass man das gern trinkt. Ja, so eine trockene Weißwein hilft auf jeden Fall. Danke vielmals. Also die Leute nicht gereist von meinen Lowlights das Jahr. Ja, wirklich, okay. wir haben ihn ja angefragt, für auf der Comedy-Männer-Tour in Amriswil dabei zu sein. Und dann hat er gross, natürlich komme ich, ich bin dabei. Und gross noch zweimal telefoniert, weil ich ja gewusst habe, es ist der Hausi und er hat keine Agenda, er dreht sich nicht ein. Und haben wirklich nochmal drei Tage vor der Show angerufen und irgendeinem Tag drauf dann plötzlich seine Assistentin, ja, er hat einen Notfall in Gran Canaria, ich kann jetzt leider nicht. Hat er nicht mehr selber telefoniert, das hat er dann machen lassen. Okay. Ja, er hat einen Notfall im Haus und was ist für ein Notfall? Nicht ganz so. Ist aber am Tag vor der Show von einer Comedy-Männer-Hörerin gespottet wurde an der Bahnhofstrasse in Zürich, wo es natürlich unmittelbar ein Foto geschickt hat. Also er ist sicher nicht zu Gran Canaria. Vielleicht ist er gerade geflogen. Ja, das ist tatsächlich möglich. Okay. Ja. Aber hast du nie konfrontiert? Nein, wir sind dann nochmal anrufen und sagen, du, geht's noch? Also, ich sagen, Senior. Was willst du machen? Vielleicht hat es ja gestimmt, vielleicht hat es in Gran Canaria wirklich einen Notfall gegeben. Es hat einfach ihn nicht beeinflusst. Es war eine Strasse gesperrt. Ja. Aber warum können die beide so gut reden wie der Hase? Ich kann es nicht. Was noch machen? Ich kann nur spezifisch, wenn er hat, in diesem Podcast hat er am Schluss erzählt, wie die Polizei mit ihm Spanisch geredet hat, ja. Wegen Corona. Und das ist immer mein Lieblingsteil. Wieso? Ich will irgendwie fragen, als ich am Velofahren war mit einem guten Freund, dem Hans, so und so, oder? Und dann hat die Polizei gesagt, Senior, finito ist dieser Sacklada da. Das ist fertig Velo gefahren. Das ist fertig Velo gefahren. Ich kann das nicht. Es ist sprachverwandt mit dem Vujo, wo wir natürlich auch. Ja, gut, wenn ihr beide kennt. Es ist nicht. Also, ich bin ja wirklich alles außer Parodist und also du hast das Talent viel mehr. Aber die beiden sind eigentlich. Du musst dir einfach besoffen vorstellen. Also, es ist so. Es ist einfach schwere Zungen nicht gross bewegen. Das ist dann hau ich einfach bitte. Und beim Haus ist es ja wegen dem Gebiss. Ah ja. Wenn du alte Aufnahmen von ihm siehst, dann redet er ganz normal. Wieso? Was ist mit seinem Gebiss? Ja, irgendwie die dritte. Weißt du auch nicht? Die irgendwie einen Zentimeter zu weit hinten oder so. Das sind wir da. Sind wir die Zunge dran kommt. Wenn du ein altes Video siehst, weißt du, Klaus Kinski beim Aschbacher. Und dann komme ich vorbei. Dann bin ich noch vorbeigegangen. Der Klaus war ein böser Mensch. Ganz ein böser Mensch. An mich hat er gerne gehabt. Und dort kommt er dann einfach und redet ganz normal. Okay. Also normal.
Thurgau-Dialekt halt, aber. Jo! Schon easy. Du bist schon krass, wo mega spät erst Anfang geschlissen bist. Das ist ja mega. Voll die Umstellung. Aber du fühlst es wirklich, du weißt wie. Ich weiß nicht. Ja, das ist ein Grundzustand. Ein Grundzustand. Hase Lüttereck. Ich kann es nicht. Hase. Ja, ist jetzt aber schon nicht schlecht. Ja. Nein, gib mir. Nein, ich kann einfach fast alle nachmachen. Ja, ja. Also wieder wie Rob macht er mega gut noch. Ja, fuck. Also Rob macht es sehr gut noch. Ich stehe jedes Mal. Und wer noch? Hast du Büssi jemals noch gemacht? Ich glaube nicht, gell? Nein. Zu wenig Ecken und Kanten. Ja, du musst ja schon, etwas Markantes haben. Und ich ja. Es hat immer geheißen, der Epine kann man nicht parodieren. Und der Elsie hat es ja dann irgendwann angekriegt. Mhm. Und ich habe gefunden, mega gut. Mhm. Aber das, was der Sven hat, ist halt ein Sprachduktus. Eine starke Betonung, ja. Ja. Du kannst, hat so eine Moderationsbetonung. Ja. Und wenn du die mal raushörst, mein Sonstigen ist ja, der Hausi, den wir machen, ist ja einfach eine Version vom Hausi, wo schon ganz viele andere machen. Mhm. Das Schwierige bei einer Parodie ist ja eigentlich, rauszuhören, was es ist. Ja. Weil wenn es mal jemand kann, das dann nachmachen, ist fast einfacher. Mhm. Als vom ganzen Werk die Essenz rausnehmen. Du musst den inneren Unterrecker aktivieren. Ja, ich finde auch, der Pfandler macht ihn gut. Der macht ihn vor allem lang. Schon lang. Olympiasieger. Ah ja, stimmt, das sagt er. Olympiasieger. Ja. Das kann ich, das Einzige, was ich kann. Olympiasieger. Von deinen Haaren sind blau wegen dem Ding dahinter. Und du hast? Ja, du siehst wie ein X-Men. Ja, vor allem mit dem Spitzbart, das finde ich so geil. Wird das einfach so gemacht beim Barber oder? Ich bin Barber gewesen. Nicht? Bart, nein. Machst du das selber? Ja. Was? Ohne Scheiß. Ja. Ich finde das komisch, wenn wir über den Bart machen. Wieso? Weiß nicht, das ist so. Die Haare verstehe ich, aber über den Bart rasiert. Du hast es selber so. Selbst. Ja, es ist also sehr clean gemacht. Ja. Sehr clean. Ja. Ja, ist Tagesform. Glück. Und wie machst du den Spitz? Der wächst einfach so. Machst du extra? Ja, also der wächst einfach so und ich tue einfach nicht komplett abhauen. Ja. Du machst es mit der Schere. Ja, weil mein Kind ist nicht ideal für das. Tom, ich sehe das wie der Scar. Ich sage immer, ich sehe das wie der Scar von Lion King. Als Mensch? Hat er etwas, ja? Ah ja, hat er etwas. Ja, ja. Und auch das Musical gibt es auch. Eine gute Stimme. Lion King eignet sich nicht als Musical. Vielleicht gibt es ja mal eins. Vielleicht ist einer so crazy. Wenn mal auf die Idee kommt. In Basel. Das sind auch scheiß Songs. Ja, was in Basel? Die langen nicht für ein Musical. Nein. The Circle of Life. Es gibt jetzt, glaube ich, wirklich alles als Musical. Ich finde das Allerschlimmste Cats. Ah, das habe ich auch gehasst. Gott, so dumm. Vor allem, ich hatte so Schiss gehabt als Kind. Katz ist irgendwie gefühlt 3 Jahre ist das zu Basel konstant gelaufen. Das ist einfach der Jason. Und ich habe der Dorulo sind dick gesehen, Mann. In der Film Katz nachher. Ja, also, ob du den gesehen hast. Doch, du hast. Niemand hat den Film gesehen. Was, der Film Katz? Yeah. Der Film, nein, nur Ausschnitte. Ja. Und auch, wieso, wie du einfach sind. Nein, dort habe ich keinen Schiss gehabt, sondern wirklich vom Musical. In so, weißt du, so frühen 90ern. Und du hast oft immer Bilder gesehen von so dünnen Menschen mit so grusiger Katzenschminke. Gut, das hat mir immer Angst gemacht. Gut, immer. Ich habe Albträume gehabt von denen. Du hast auch Angst vor schwarzen Leuten gehabt. Was? Ich kenne die Geschichte noch von denen im Park. Oh nein. Was im Park? Das erste Mal, wo du Schwarzen gesehen hast. Ah! Ja. Also, aber muss dazu sagen, ich bin Baby gesehen, gell? Nein. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ist mir erzählt worden. Scheißegal, das zählt. Aber du weißt ja das Ende von der Geschichte. Ich weiß Ende schon. Also, es ist ein Fest gesehen. Der Schwarze hat ihn gefressen. Er hat sich zwischen beiden gegangen. Es ist ein Fest gesehen und ich bin an das Fest. Ja. Also, auch wenn ich Baby gesehen bin, bin ich schon allein ans Fest. Das gönne ich mir. Und dort anscheinend habe ich gekühlt. Mhm. Aber das ist halt, meine Mutter erzählt es mir so. Ich kann nicht sagen, weil es ein Schwarzer war, sondern es ist ein Schwarzer zu mir gekommen, hat Hallo gesagt, ich habe gekühlt. Aber was habe ich 10 Minuten später gemacht? Bin mit ihm am Tanzen gesehen. Ja, das stimmt. Aber du hast gekühlt? Ja. Du hast sicher gekühlt, wenn du zuerst mal einen Weißen gesehen hast.
Ich habe nicht erinnert. Ah, nein, eben, nein, eben. Ich habe nicht gehört. Die ist, wenn meine Mami auf die Welt gebracht hat, eine Amerikanerin, die in Ausbildung war, hat mich die ersten 2 Stunden gehabt. Okay. Dann habe ich nicht berührt. Ja, aber das, ja, aber das ist ja... Und das ist ganz gerade nach der Geburt. Gerade nach der Geburt. Ich kann mich an die Brüste erinnern. Ist also sehr früh reif. Ja, sehr, sehr. Aber das ist ja etwas völlig anderes, als wenn irgendwie ein Jahr lang... Du musst überlegen, das war in Basel gewesen, Anfang 90er. Ja, es hat noch keine Schwarze gegeben. In Basel. Ja, Zürich schon. In Zürich hat es sogar im Mutigtal hat es einen gegeben. Nein, dort auch noch nicht. Das ist ja auch erst irgendwie im 15. Nein, vielleicht bis früher noch im 10 oder so ist doch einer gekommen. Der ist doch gestorben, nicht? Das ging zu einer Urban Legend, irgendeiner, ja. Aber es hat noch nicht so viel gegeben. Also, und dann ist einer dort gesehen. Den habe ich gesehen. Nein, schon. Und der hat dich verschreckt wahrscheinlich. Ja. Der, egal wer gekommen wäre in dem Moment. Sag ich ja! Ich weiß auch, weißt du, wie hart das für den war? Vielleicht hat er Mut. Und nachher? Ja, nachher haben wir getanzt. Ja, das stimmt, das ist gut. Also. Du hast auch dort schon berührt, weil du gewusst hast, du wirst nie so gut tanzen wie er. Ja. Fair. Nein, macht Sinn. Ich meine, als ich das erste Mal gesehen habe, ich nicht berührt, oder? Nein. Wenn du mich zuerst mal siehst, habe ich ja den Büssi zum. Nein, dann bist du zum zweiten Mal gesehen. Mhm. Ja, dann bist du zum zweiten Mal gesehen. Stimmt. Ich habe nicht berührt. Ich habe gesagt, Mo, sie sind nicht. Du hast gewusst, dass du wirst on stage nie so gut sein wie der Charlie. Definitiv. Nein. Dort habe ich berührt, weil mein Cousin gestorben ist. Und meine Mutter mir angerufen hat, so 15 Minuten vor der Show. Das kann ich mich noch erinnern. Das hat aber niemand mitbekommen von uns. Nein, haben wir nicht mitbekommen. Hm. Aber ich weiss, dass wir von 6 Leuten gespielt haben. Yep. Yep. Zuerst 8. Und dann sind aber. Ja, zwei sind selber aber auftreten. Ja. Und nach der Pause. Also, darum, wo die dann auftreten sind, sind es 6 gewesen. Und nach der Pause sind es noch 4 gewesen. Oh, weil der eine hat noch Leute dabei gehabt und hat nochmal einen Auftritt gehabt. Ja. Hat er sie mitgenommen. Ja. Das ist schon hoch absurd, wenn ich jetzt darauf denke, wie lange. Wir müssen die Leute schnell ins Boot holen. Das war im Weissen Wind in Zürich. Ja. Eine Serie, die hat Lachenmacher geheissen, die habe ich moderiert. Ein klassischer Gundelfinger-Name. Ja. Ja, es hat auch immer Lach-2-Gummis gegeben im Backstage und fürs Publikum. Das ist dann immer auf die Bühne und hat gesagt, man kocht die Eier und alle mal. Aber das Traurige ist, es ist nicht gesponsert gesehen von Lach-2. Nein. Ja, aber er hat immer die Lach-2-Gummis dabei gehabt und ist vorher auf die Bühne und hat gesagt, ja, das sind alles Leute, die neu sind, vielleicht ist es auch mal nicht so lustig und statt dass ihr euch dann nervt, nehmen einfach so ein Lach 2. So. Das ist mega, mega herzig. Und Also nimm 2 von Lachgummi. Also nimm 2, ja. Nicht Lach 2, genau. Nimm 2. Ich finde Lach 2 viel besser. Lach 2. Wäre eigentlich der bessere Name gewesen, ja. So, wenn du mega schnell wirst lachen, weißt du? Ja. Statt Mach 2. Lach 2. Lach 2. Das ist so. Lachgummi sind wahrscheinlich heute Edibles. Und einmal habe ich die dann sogar auch aktiv eingesetzt. Das wäre ein Lachgummi. Ich weiss nicht, ist dort jemand vorher dabei gewesen, wo dort ist ein Dude auftreten, wo vorher in der Vorbesprechung immer so gefragt, was machst und so, was soll ich bei der Moderation sagen? Ja, er hat jetzt gerade bei ProSieben einen Vertrag unterschrieben. Oh. Und ich so, okay, krass. Okay, krass, oh, okay. Ah, nein, alles Kameramann. Ja, besser wär's gewesen. Er können bei TV Total auftreten und dann können wir jetzt eigentlich so da schnell testen, oder? Wir wirklich, wir so. Machen? Wir so, what the fuck? Wir, ey, eine hure Nummer bei euch. Also weißt du, so, mega, also gehst du mal davon aus, das stimmt. Yeah. So, oder? Hey, und dann ist er auf die Bühne und hat eine Viertelstunde gemacht. Man hätte ja, glaube ich, irgendwie 5 Minuten gehabt, aber er hat eine Viertelstunde gemacht und hat wirklich nicht ein Lachen gehabt. Und es ist nur schlecht. Wow. Hat niemand etwas gehört von dem nachher. Ich weiß nicht, ob der irgendeinen Wett verloren hat oder, weißt du, so. Okay, du musst jetzt dort richtig dick auftragen und dann einfach bomben. Nie mehr etwas gehört von dem Typ. Also falls der das da zufällig hört, gerne mal melden, dass der bei uns gegangen ist. Ja, ich will auch unbedingt... Ich bin's. Jetzt kann das ja sagen. Jetzt kann das ja sagen. Ja, dann ist es ja doch ganz okay. Nein, ich will auch unbedingt wissen, wer die Frau war, kennt ihr noch Böse Mantik? In yep. Zürich, wo es Gag hat. Für die, die es nicht kennen, es war ein Open Mic, wo du gehen konntest. Und wenn die Leute nicht gut gefunden haben, haben sie dich rausbauen können. Aber sie haben nicht einfach rausgebaut, sie haben so angefangen.
mit dabei. Und das hat dich so nervös gemacht und du hast gewusst, ich muss irgendeine Killerpointe jetzt bringen. Und es gibt eine Reihe, die sich immer gegenseitig so wie abgesprochen hat. Sie sind alle in einer Reihe, schauen sie sich so an, dann machen sie so. Und dann alle zusammen. Ja, genau. Damit es einen richtigen Impact hat. Ja, das heisst, du musst in die ersten paar Sekunden schon rauskommen und bomben. Aber was es noch... Also... Was es aber noch schwieriger macht, ist, dass der Dominik Döfield moderiert hat und er dich schon fertig gemacht, bevor du schon auf die Bühne gekommen bist. Die Sachen, die ich dort gesehen habe, ich weiss noch, eine, ich bin dort angekommen und ich sagte so, das ist mein allererster Auftritt. Oh Gott. Und genau das habe ich gedacht, bist du dir? Das ist wahnsinnig. So, weißt du, wo du bist? Sie so, nein, es kommt schon gut. Und dann vor mir ist einer in schönen Homosexuellen gewesen, der dann auch auf die Bühne hat wollen. Und der ist brüllend von der Bühne zurückgekommen. Und ich schaue sie so an. Doch mal, als man die Homosexuellen noch hätte ausbauen. Aber die haben ja gewusst, was sie sich lernen. Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht. Also wirklich gewisse Leute haben es nicht gecheckt, obwohl es böse Mantik heisst. Also, und sie ist rausgegangen. Die hat mich so, sie hat einfach ihren Namen gesagt. Ich bin die und die. Ich bin in die gsi. Dann hat es einfach angefangen. Aber du bist dort auch auftreten? Ich bin dort auftreten zweimal. Und nach zweimal habe ich gefunden, ich habe Glück gehabt. Die wollen ja buchen, oder? Gibt es auch einen Auftritt, den sie gar nicht machen? Wo sie einfach hören, wie sie es geil. Ja, eben, es kommt darauf an, wenn du am Anfang reingehst und sagst einen Witz und Leute finden es lustig, dann lass sie zu. Die, ja, aber wenn du rausgehst und eine Minute lang einfach nichts bringst, Es ist hart. Es ist richtig. Wenn du extra für das gehst und sagst, was mache ich, wenn ich ausgebaut werde? Das ist richtig. Und ich habe einen gesehen, das ist ein Liedermacher. Der ist auch auf den Rampensau, ich weiß nicht, wie er heißt. Danach hat er irgendeinen, weißt du auch nicht, Hartöpfelsalat oder irgendeinen Lied hat er gesungen. Und das ist ein bisschen zu lang gegangen, das Lied. Dann haben sie auch verbuhen. Und er ist erst dann so richtig aufgegangen. Danach hat er es so geil gefunden. Dann hat er extra immer mit. Und der Hartöpfelsalat. Die anderen so. Immer mehr da. Und der Hartöpfelsalat. Hat sich das richtig ins Gesicht geschmettert. Jetzt ist scheiß Hartöpfelsalat. Und nicht gewusst hast, wer macht jetzt Performance? Ja, er auf der Bühne oder das Publikum? Müsstest du das Lied singen, das Buh heisst oder so? Dann baust du so. Und alle sagen. Ja, voll. Ich habe mich extra aus Buh gelohnt. Das wollen sie dann nicht. Das finden sie nicht so geil. Ja, okay. Hör jetzt dann auf. Ah ja? Ja, das ist so smart. Mindtrick. Kommt. Aber anscheinend ist ja, sag mal, glaube der Devil erzählt, irgendwie so in Luzern ist früher noch so eine Art, es ist glaube nicht böse Mantik gewesen, aber auch in der offenen Bühne. Vielleicht war es sogar böse Mantik gewesen auch dort. Und anscheinend ist dort Hazel irgendwie mal gekommen mit 16 oder so. Und sie hat einfach alle, die vorher auftreten sind, hat sie auf den Tonnen getrampt. Okay. Dann hat sie wirklich einfach, weißt du, so, irgendjemand, der Violine gespielt hat und irgendwie das und das und das. Und sie hat einfach wie die Leute geroastet. Yeah. Okay, ja. Und es ist anscheinend riesig gesehen, bis auf die betroffenen Personen, die haben so ein Medium gefunden. Ja. Okay, ja, logisch. Das ist ein geil, aber das ist geil. Ja, eben. Und du gehst, hey, ist mega gut gewesen. Toi, ja, auf jeden die Fall. Die Bitches da in uns, voll am Herzen. Auf jeden Fall, Lachermacher, du hast moderiert, und das war mein allererster Auftritt gewesen, und du hast schon Auftritt gehabt. Ja, das war mein zweiter oder dritter gewesen. Das heißt, wir haben uns dort kennengelernt. Und aber dein allererster hast du auch bei uns gehabt, glaube ich, oder? Nein, der allererste war in Lenzburg gewesen. Okay. Das war der Corporate gewesen, oder? Du hast ja mit einem Corporate angefangen. Nein, ich habe mit einem Gauko Festival. Angefangen. Sie ist dort und dann eben Lachen machen und dann beim dritten habe ich dich schon kennengelernt. Hey, krass, wir kennen uns seit von Anfang an? Yeah, dude. Oh, crazy! Da fällt mir gerade auf. Yeah, ah. Und Janky beim zweiten Auftritt? Das war mein zweiter Auftritt gewesen, ja. Bei dir. Ja, genau, ja. Das weiß ich noch in Ara. Im Kiff. Yeah. Kiff, ja. Und du hast dort auch gespielt? Ja. Yeah. Also du hast normal Auftritt gehabt? Ja. Yeah. In der Mixture. Yeah. Wo hast du den erst gehabt? Im Casino, im Rampensau. Ja. Abend der Will. Ja. Mutig! Nein, der ist mega lieb gesagt. Mich mega
schön vorgestellt. Ich habe ja, ein kurzes Interview bekommen auf der Bühne und so. Und dann hat der andere gesagt, das ist der erste Auftritt. Und so. Und wobei der Rampensau ist ja glaub, grundsätzlich eher nett gewesen. Ja. Er ist grundsätzlich erst. Ja, wenn du wirklich verkackt weißt, dann hat er Mühe, etwas zu sagen. Ja, dann kannst du ja, einfach klar, unkommentiert ja. lassen und dann bringt er geile Sprüche. Hat vor dem Auftritt ist er eigentlich meistens nett. Und einfach danach ist dann halt je nachdem. Aber auf der Bühne. Genau. Oder hinter der Bühne ist ah, nein, danke. Ja, ja. Dank. Vor allem, ich habe es nie persönlich genommen. Nein. Weil es, nicht. Ist, es ist ja wirklich lustig. Wenn du nicht lustig bist, dann muss einer den Gag bringen, dann bist du halt das, was der Gag auslöst. Ja, aber einmal sind dort zwei auftreten. Ich glaube nicht, dass sie noch etwas machen. Und die haben so wie zwei. Nein, die haben so wie zwei verschiedene. Sie haben einen Vertrag mit ProSieben. Sie haben so wie zwei Disziplinen gehabt. Das eine ist gesehen, so divertimentomäßige Sketch. Und das andere ist irgendwie so etwas mit Projektion gesehen, das war noch recht geil gesehen. So, und nachher hat er wirklich fünf Minuten gesagt, hey, also das mit der Projektion, das sehe ich noch, ja? Das andere, macht das nie mehr. Aber fünf Minuten, der hat nicht aufgehört, weil schlechte Divertimento, das braucht niemand, weißt du? Aber das mit der Projektion. Da sehe ich Zukunft. Ah, ich weiss, Welli! Sind aber nicht Zwillinge, oder? Weil nein, die haben genau das. Ich weiss, die haben hure Promo gemacht auf Instagram. Yeah. Und haben auch hure viel Follower. Das waren nicht die, die eine Projektion genau, auf den Kopf auf, gemacht haben. Genau, genau die. Das habe ich auch gesehen. Ja. Genau die. Ja. Ja. Comedy, keine Ahnung, wie die Typen heißen. So eine weisse Ding-Puppe, oder? So eine Styropor-Puppe. Ja, und dort haben sie so Gesichter drauf projiziert. Das war überall auf Insta, das weiss ich noch. Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich überall. Ich glaube, mit denen mit einer anderen Gala gewesen, ich bin mir nicht sicher. Kopfsache. Ja, genau, Kopfsache. Oh. Richtig. Hey, aber weißt du, ist jetzt eine Sendung bei ProSieben. Ja. Nein, manchmal, ich verstehe mein Hirn wirklich nicht. Krass. Ich kann mir Zeug nicht merken, wo ich mir ums Verrecken weg und so etwas habe ich wieder. Das regt mich einfach so um. Kann man nicht so Festplatten formatieren und einfach weißt, selber entscheiden, was drauf bleibt. Das ist so. Hast du Covid gehabt? Nicht, dass ich wüsste. Nicht gehabt. Also wahrscheinlich schon, aber. Okay, das also gibt's doch gar nicht. Nach der Impfung sicher erst, ja. Nein, gibt's gar nicht. Elon Musk so einen Chip, wo man kann... Ja, es kommt. Was? Ja. Ich bin mir nicht sicher, ist es nicht Elon Musk, so einen Chip ins Hirn implantiert und nachher... Ja. Kannst keine Ahnung was. Kannst du eine Sprache draufladen und so? Wirklich? Ja. Nein, ja. Was ist eigentlich aus dem Google Glass geworden? Ja, die dumme Brille, wo du irgendwie alles hast können drauf tun. Riesig war, Mann. Jetzt hat ja, wer hat irgendeine Brille rausgebracht? Apple? Ist das von Apple? Nein. Die Brille, die so voll Skibrille mäßig ja, ist. Ja, doch, ich glaube, es ist ja. Das also ist so ein bisschen das geworden. So Augmented Reality, aber auch VR, das ist beides. Ja. Okay. Das ist schon geil, so im Europa-Park oder ich war jetzt in den Universal Studios gewesen, in LA. Wenn du so auf die Bahnen gehst und gleichzeitig noch so ein Ding bekommst, was die Bahn bewegt sich gar nicht groß, sondern es schüttelt einfach, aber mit der Brille ist krass. Also so ja. Harry Potter auf dem Besen und so. Weißt du, so, ja, das ist ein bisschen für Kinder, aber ey, du bist dort drin und es flasht die Uhr. Also mir wird es mir fast schlecht. Ich ja. Die haben so eine VR. Aber die haben schon die Bewegung nicht. Weißt? Nein, aber, du bist still und alles bewegt sich und das also, stimmt dann im Kopf ist, nicht. Mir ist so schlecht, ich habe so ein Flugzeugspiel. Den gekauft und dann gespürt, was komisch ist, das finde ich auch so krass. Du machst ein Looping und dein Bauch reagiert so, als würdest du das in echt machen. Yeah. Dann ich dachte so, hä? Aber ich sitze die hei. Wenn ich das abzogen kann, habe ich fast kotzen. Das ist so grusig. Du merkst so, Ich kann nicht mal das Demospiel spielen auf der PS. Beim Team habe ich es versucht. Was? Es gibt ja so ein Demospiel, wo du so ein Roboter-Männchen bist, ganz am Anfang für VR. Damit du das mal erlebt hast, was ich bin nochmal mit Hai go tauchen. Das habe ich mal gemacht. Ja, das ist glaube ich auch dabei. Yeah. Ich kann nicht mal das machen. Einfach ein Männchen, das läuft und weil der sich bewegt und das Bild bewegt sich, aber mein Körper nicht, irgendwie verdreht sich das nicht. Es kommt auch mega darauf, ob du unten geschlossene Brille hast oder nicht. Auf diesen Bahnen ist es meistens etwas, was nur so... Und dann hast du aber unten... Dann, wenn du oben siehst, wenn du dich beruhigen musst, schaust du schnell runter. Ah, okay. Ja, gut, ja. Dann siehst du einfach so deine Füße, die einfach so leicht baumeln. Und dann denkst du, okay, ich bin gar nicht auf dem Besen.
Nein, aber wenn nicht, nein, mir wird schlecht. Mir wird wirklich schlecht. Das schaffe ich irgendwie noch. Ich habe eine Zeit lang bei einem Kollegen, wie hat das geheißen, Super Hot, habe ich gespielt. Es klingt wie ein Porno-Spiel, Mann. So ein Porno-VR-Spiel. Kannst du das mal suchen, Christoph? Super Hot. VR. Aha, ich habe gemeint, das sucht nicht. Okay. Such zuerst auf den bevor es auf den Bildschirm muss er nicht suchen. Nein, kannst du. Das ist der Favoriten. Lesezeichenliste. Ich habe drei VR Super Hot. Ja. Aha, gut, du willst gerade spielen, aber schau. Am besten war ein Video. Ja. Das kannst du im Browser spielen und nachher bist du... Anscheinend kannst du auch im Browser spielen. Super. Ja, genau. Und es ist so ein bisschen wie Matrix, weil je langsamer du dich bewegst, desto langsamer ist das Spiel. Das heißt, du kannst dich schnell bewegen und dann hat das Spiel quasi auch in der schnellen Geschwindigkeit. Oder du fährst dich auch in Zeitlupe bewegen und dann machst du das Spiel in Zeitlupe. Also. Ah, siehst du, dann fliegen so Kugeln, du musst dann ausweichen und du musst irgendwie andere Leute abknallen. Also Leute, die komischen. Oh! Das ist vor meinem Spiel. Und es ist wirklich geil gewesen. Aber das habe ich, so hab ich beim Kollegen gespielt. Sehr gewalttätig. Woo! Aber du hockst die ganze Zeit und läufst. Nein, du stehst. Du stehst und dann hast mit beiden Dingen hast du quasi beide Hände. Aha, so okay. Da du jetzt im Zuckerspiel. Was ist das? Ist gerade geil gewesen. Ja, man will noch wie. Ich muss noch fahren. Ja. Aha, ja. Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ja, ganz wenig. Nein, ganz wenig. Aber es ist schon nicht. Ist mega leicht. Ist ja nicht. So, nein, es ist nicht so fein. Aha. Hast du auch Rotwein? Nein, noch schlimmer. Hey, hast du einen guten Rotwein? Nein, der Bier. Wir sind in Zürich, weißt du, mein Stil. Ja. Wie viele von diesen Flaschen hast du da? Also, ja, zwei. So, jetzt kommt der komische Teil, wo ich schnell die Folge unterbreche. Für die wichtige Durchsage, alle, die es schon gehört haben am Anfang, danke, dass ihr immer noch hört. Alle, die überspult haben, die hören es jetzt zum ersten Mal. Ab dem 31. Dezember 2023 ist mein letztes Soloprogramm Stand auf in voller Länge und gratis auf YouTube zu sehen. Bitte schaut, bitte gebt ein Like, bitte teilt es, damit das Ding auch ein paar Views kriegt. Mein Ziel ist, bis 1. Februar 10'000 gar nicht zu kriegen und das geht sicher nicht ohne eure Hilfe. Darum jetzt schon danke vielmals und weiter geht's mit der aktuellen Folge. Du musst nicht aufhören reden, wenn ich weg bin. Aha! Du bist der Host? Nein! Du bist der Host, du leitest das Gespräch. Bitte nicht. Wir warten, bis du sagst, du löschst. Also Thema. Es hat den Namen auf dem Podcast. Ja, also und es heisst Feel Good. Aber mit... Obwohl der Charlie und ich zusammen sehr gleich viel Redezeit haben in dem Podcast wie du. Ziemlich sicher. Yeah. Wenn man es zusammenzählt. Nicht Christoph Hettmann. Ja komm, wie lange gerade du? Ja. Also muss ich jetzt ein Gespräch leiten? Muss ich jetzt, Das ist der Sinn von meinem Podcast. Als die schlimmste Gala, die ich je hatte. Klassiker. Mit Namen von der Firma und allem. Ja genau. Das werden wir jetzt hier live sagen. Ich erzähle euch jetzt einen geilen, den ich hatte. Den habe ich schon erzählt im Auto. Was ist passiert? Ich, ab und zu esse ich ja mit den Leuten und ab und zu nicht. So. Und dort hatte ich das Gefühl, es wäre eine gute Idee, mit den Leuten zu essen. Und es hat sich sehr gelohnt. Weil der Chef hat vor meinem Auftritt hat auch so einen Kahoot-Quiz gemacht mit allen Mitarbeitern. Und zuerst war es eine Frage, wie viele Neuzugänge haben wir das Jahr gehabt und so. Dann kommt irgendwann Frage 4 oder 5. Dann ist so, wie viele Polizeibussen haben wir das Jahr gehabt? A. 32. B. 36. Wie groß ist die Firma? So, weiß ich auch nicht, 80 Leute. Okay. Also. Aber Polizeibusse? Also, ja. Sind sie irgendwie Kurierdienst? Richtige Antwort ist dann gesehen, 36 ist glaube ich gesehen. So, dann kommt eine andere Frage. Wie oft ist ein Mitarbeiter mit Begleitung von Polizei ins Geschäft gekommen? Was? 0, 1, 2 oder 3. Und ich habe mitgespielt und gefunden, komm, weißt du, am Anfang bin ich noch gut gesehen. Und dort habe ich dann gefunden, ja komm, 2. Also weißt du. Wegen einmal machst du die Frage. Genau. 3 ist richtig. Du bist so was. Stimmt, das ist mir erzählt. Also du musst dir anders schon erzählen, warum. Was? Also warum
sie. Das weiß ich doch nicht. Aber ist es logisch für die Firma? Das ist es nicht so. Nicht so. Nein. Also es ist nicht ein Polizeiposten gewesen. Nein, nein, nein. Und Treuhänder, weißt du, gar ja, nicht. Ja. Jede und, Woche, weißt du. Und eine Frage ist dann noch gesehen. Ich muss vielleicht ein paar Sachen schützen. Also warte, ich das ein bisschen umdenken. Okay, sagen wir. Okay, sagen wir nicht Puff, sagen wir Mikrofiliale. Nein, so, okay, aber sagen wir Mikrofiliale. So, dann ist so einfach gesehen, look, da der Mitarbeiter, was hat er gemacht? Und jetzt bleiben wir bei der Mikrofiliale, das finde ich ein gutes Beispiel. Hat er A, keine Ahnung, ist er zu spät an seine Hochzeit gekommen, B, irgendwie falsche Kleider gekauft, oder C, bei der falschen Mikrofiliale Gestell aufgebaut. C ist richtig. Und dann hat er einfach seine Arbeit, die er hat müssen machen, hat er einfach bin in einer anderen Firma gemacht. Genau, bei einem anderen Arbeitsort ausgeführt. Aber auch vom gleichen Franchise-Ding? Nicht ganz, nein. Sondern der ist dann an den Ort gefahren, hat gefunden, ja, da wird sie das einfach machen. Und dann haben die am nächsten Tag angerufen und gesagt, hey, bei uns ist nichts gemacht worden. Und dann so, doch, da. Und dann ist das Geilste von der Geschichte, dass die anderen haben nicht gefunden, bei uns müssen wir das gar, muss es gar nein, nicht nein, weil machen. Wenn er es dann erfahren hat, dass er es am falschen Ort gemacht hat, ist er dort alles wieder zurückgekommen. So, danach sagen sie, komm, jetzt machen wir noch eine Schaltung zu zwei Mitarbeitern im Ausland. Die machen dort gerade etwas. Da sind ja zwei so im Tanktop. So ein Zoom-Call, sind sie im Tanktop am Strand mit so riesen Cocktails. Und die so, Und dann habe ich natürlich, ich meine, für mich oft, das ist großartig gewesen. Dann habe ich so die ersten fünf Minuten so, wieso gibt es euch überhaupt noch? Das kann ja gar nicht sein. Ist ein Handwerksbetrieb oder was ist so das? Ähnlich, ja. Aber geile Firma, es war wirklich geil gewesen. Okay. Hat ihr empfohlen denn? Wirklich? Ja, stimmt, hast du mir gesagt. Ja. Als Mitarbeiter. Zum Stellung klauen. Auf jeden Fall, das war dort, wo es so geschneit hat. Dann der Charlie und ich den ganzen ja, Heimweg genau, haben miteinander telefoniert. Oh mein Gott! Einfach, damit wir sicher beide heimkommen. Wir haben gefunden, wir sind beide in der Leitung, bis wir daheim sind. Weil, ja. So mit 70 auf der Autobahn. Hey, es hat einen ja. Moment gehabt, wo er gemerkt hat, wo ich ruhig war. Das war Freitagabend, oder? Ja, genau. Ja. Ja. Und ich habe gemeint, ich sterbe. Wirklich, ich habe gemeint, ich sterbe. Ich bin erstes Mal, ich glaube, 115 gefahren und dann plötzlich Schnee getroffen und anstatt aufs Gas zu bleiben, bin ich weggegangen. Mhm. Und dann hat es so wie das Rad so wie so geklemmt und ich bin wirklich richtig Leitplank einfach gefahren und versuche wegzulenken. Und er redet mit mir weiter und ich dachte, oh shit, und dann gebe ich Gas und dann sagt er so, ist alles gut bei dir, Mann? Du hast es gemerkt, dann sagt er, nein. Weil, beim Charlie ist es eigentlich immer so, wenn er still ist, dann gibt es ein Problem. Dann ist nicht gut, ja. Wenn er, oh shit! Yeah, all das Zeug, das ist völlig egal. Das ist normal. Das ist wenn du nicht mehr sagst, ist nicht gut. Das ist, wenn du jetzt ein bisschen falschen Schluck nimmst, machst du, So. Aber wenn du wirklich verstickst, dann liegst du auf der Ahne. So. Wow, ich bin dort am Samstagmorgen, habe ich müssen um 5 Uhr aus dem Haus am Flughafen. Mm. Und eben, es hat so wahnsinnig geschneit. Ja. Ist das dort, wo der Notfall in Gran Canaria kam? Richtig. Ja. und dann nachher habe ich nicht daran gedacht, ich fahre aus der Tiefgarage raus. Und das ist natürlich wirklich ein halber Meter Neuschnee gewesen, fast. Und du hast... Scheisse. Dann ziehst du mir am Morgen um 5 Uhr den Dreck wegschaufeln. Oh, fuck. Weil sie sind zwar schon... Sie sind die Hauptstrasse, sind schon gemacht gekommen. Aber nicht... Aber du das hat schön alles mal gedruckt, weißt du? Ah, fuck. Und ich war wirklich schon eher knapp dran gewesen. Mit der Stirnlampe noch. Ich komme am 6 Uhr am Flughafen Zürich an und ich kann auf Düsseldorf fliegen und sehe einfach... Alle Flüge oberhalb von Düsseldorf cancelled. Ich dachte, ja, scheiße, okay, ja, das schaffe ich nicht. Ja. Schon anfangen Zugverbindungen zu suchen, irgendwie halt dann mega verspätet irgendwie auf Düsseldorf kommt. Und dann war aber das wirklich der erste und einzige Flüger, der dort in dieser ganzen Range gegangen ist, war Düsseldorf, weil es dort nicht geschneit hat. Ah! Aber wir haben natürlich, also mit De-Icing und allem sind wir fast eine Stunde später dann gegangen. Aber es war ein kleiner Adrenalinkick. So. Ey, nein, ich habe das gewusst, ich kann nicht auf die SBB, wenn es geschneit hat. Also darum habe ich gesagt, ich gehe mit dem Auto, weil die Chance, dass der Zug fährt, ist noch kleiner. Und die Deutsche Bahn. Und die Deutsche Bahn, ja, die habe ich dann in Köln kennengelernt. Also ich habe nachher weiter auf Köln, bin ich mit dem
mit dem Zug gegangen und das ist schon ein Abenteuer. Also es fährt einfach denn? Kein Zug dort. Was hast denn du müssen machen nicht? In Köln? Das ist schon mittlerweile rausgekommen. Das Interview mit dem Luke Mockridge. Aha, ah, das. Ah ja. Genau. Ah, du bist rausgefahren. Ja. Mhm. Okay. Ich habe gedacht, du bist irgendein Bumsmurmel bei Masked Singer. Aha, ja, das hätte natürlich auch noch können sein. Ja. Ja, das ist das einzige Ding, wo ich mitmachen würde. Masked Singer. Was ist das, was du nicht mitmachen würdest? Wo ich würde. Wenn ich, wo ich mit singen, also ich kann sonst überhaupt nicht singen. Ich würde dich sofort erkennen. Maskiert. Ich schwöre es. Nein, nein, nein. Christa, die Gott würde sofort erkennen. Die kann gut singen. Die müsste eine dreimal größere Larve machen für dich. Ja. Ich würde einfach so kommen und sie würden es verlieren. Ja, ja, ja. Du hast einen realistischen Kopf. Auf so einen Gipsabdruck. Ja, ja, ja. So, shit, ja. Sein Kopf ist immer noch größer. So mit so Kleister und auch Zeitung draufkleben. Den Kopf hätte man schon kleiner machen können. Wirst nicht, du wirst es auch mitmachen. Der meiste Singer, sie haben mich zweimal angefragt, zweimal ist es nicht gegangen. Okay. Es ist mitten im Saison rein. Aha, ist nicht im Sommer, oder? Nein, ist ja live. Und ich habe das Gefühl, meine Stimme ist so scheiße, du wirst mich gerade kennen. Nein, du musst halt. Gut, das hat mich bei dir auch nicht abgeholt. Ja, das hat mich auch nicht abgeholt. Ja, das stimmt. Das liebe Grüße. Ja, aber das ist ja spannend, weißt du? Du kannst ja wirklich singen und dann nimmst du halt etwas, was in deiner Oktave-Range stattfindet. Nein, der Michel hat ja, der Michel überzeugt dich ja vor allem durch seine Leidenschaft. Also, das, ja. Du kannst. Es gibt keinen leidenschaftlichen Sänger bei SRF wie den Michel Biri. Okay. Das ist so. Also, das. Ich habe noch nie gehört singen. Und ich glaube. Du bist nie mit ihm im Studio gewesen, weil er singt ja immer. Also, ah, ja? Also auch wenn das Mikrofon zu ist. Doch, nein. Das ist wie der Bernie Scher immer kommentiert hat, auch wenn das Mikrofon zu ist. Das ist kein Witz. Der hat einfach weiter kommentiert. Jetzt, und jetzt du sagst, wir sind im Platz zweiten. Du musst. Ich sehe es. Ich sehe es. Aber manchmal hat er ein bisschen andere Wörter gebraucht. Ja, ja. Das stimmt. Dann habe ich immer gedacht, shit, wenn ich jetzt im falschen Moment das Mikrofon offen habe, yep. Dann ist mein Fehler, dass er so einen Scheiß gelabert hat. Ja, ne? Okay, nein. Nein, den mal singen finde ich eigentlich schon. Aber ich glaube, der Zug ist glaub, recht weit gekommen damals. Ja. Ist der nicht ja, ich kann Theater auch singen. Ja. Wenn er nicht sogar gewonnen hat, bin ich voll unsicher. Nein, gewonnen hat, glaube ich, immer wirklich nur Sänger. Baschi, Ricci, also Sänger. Ja. Also, wenn gönnt man, wenn man nicht, ja. Wenn man nicht entlarvt wird, oder? Genau. Ja. Also, du musst ja weitergewählt werden, oder? Ja. Du wirst immer gewählt. Ah, und ich finde, das war eine geile Performance. Gewesen. Das muss nicht einmal die beste Stimme gewesen sein, aber geile Performance. Und dann, wenn du zu wenig Stimmen bekommst, dann nachher musst du dich. Demaskieren. Was würdest du für eine Maskerade wählen? Das Bomb- nein, du kannst gar nicht wählen. Ein Bombfried? Ich glaube, ich wäre ein Bombfried. Und deine Arme hast du auch Bombfried? Du musst aber nicht viel machen. Nein, Bombfried wird sicher... Die Haare könntest du schon mal lassen. Das wäre geil, wenn die Haare so raus schauen. Einfach da oben. Wer könnte sie? Was würdest du denn, wenn du könntest wählen? So ein Avenger oder irgendwas. Nein, also am Anfang habe ich gemeint, sind es immer Tier, aber jetzt ist es irgendwie alles Griff. Mögliche, gell? Er wird der Vogelgriff. Der Wildmann. Nein, ich fand ihn so ein Bumstier. Das Bumsmurmeli. Das Bumsmurmeli finde ich aber schon nicht schlecht. Ja. Ein Fulltier fand ich gut. Wie geht es eigentlich der Murmeli-Familie, die neben dir gewohnt hat, zu Rosa? Oh, hey, gut. Hm? Ja, Eigentlich sind alle nach Rosa gesehen, außer ich jetzt. Haben wir noch Briefkontakt? So? Nein, es ist nur so ein One-Night. Ich bin ihn ja besuchen, als er in dem Schreibzahl war. Und das war wirklich so herzig. Er hat wirklich eine Murmeli-Familie, Luftlinie 50 Meter weg. Ah, hat die hat ihr ein Zuhause gehabt. Und seine Freundin ist auch eifersüchtig, ich weiss. Nein, aber es ist wirklich mega herzig. Sind so zwei, ich habe vorher noch nie kleine Murmeli gesehen. Ja, und die sind mega herzig. Wie war es? Gewesen? Gut. Sogar einer ist bei mir morgen immer auf der Terrasse gehockt. Wenn die ersten Sonnenstrahlen kamen, ist einfach so dort gehängt. Wenn ich so aus der Tür gekommen bin. Aber sind schon scheuch, gell? Ja, mega. Ich habe auch schon Rüebli hergerührt und ja. Sicher gar nicht gewusst, was die essen, aber nie. Offensichtlich nicht Rüebli. Nein, wahrscheinlich. Also, es gibt schon, gell? Das Einzige, was gekommen ist der Büsser. Ja! Ja. Aber mich hat er auch streicheln.
Nein, aber es gibt im Fall schon solche, wo du in, ich weiß nicht, ob es in Lachs oder in Davos ist, irgendwo hat es Murmeli, die so zutraulich sind, dass du sie wirklich, gerade ins Flur, ich glaube mal ein Video. Ich habe recherchiert, habe ich so Videos gefunden von denen, die einfach so umzingelt vom Murmeltier und auch am Rüebli gehen und so. Ich habe es ja verpasst, in Australien so ein Selfie machen mit den, wie haben die geheißen? Kukas, Quokkas. Koalas? Nein, eben nicht. Die Kleinen. Die Quokka, klar. Erdmännli, sowas. Also wie haben sie ausgesehen? Wirklich so ganz kleine. So Nagetiere? So, ja, so smiley, hamstermäßig. Ja. Yeah. Okay. So wie so kleine Koalas. Such dir mal, wie haben die geheißen? Kukka. So, dann ist voll der Craze. Quokka, voilà. Dann ist voll der Craze, in Australien sind alle mit denen Selfies machen. Das ist voll herzig. Herzig, Mann. Schau mal, so Chinchilla-mäßig oder was? Aber er hat wirklich so ein Koala-Face. Zeig mal so ein Selfie, weil dann sind sie immer so am Smilen. Das ist irgendwie so der. Muss man ein Selfie geben. Ja, und Quokka wahrscheinlich. Wenn du Coca-Selfie eingibst, kommen die anderen. Yeah! Schau da, oh, hey, zum Beispiel. Geh zurück, mach mal das zweite. Yeah, das ist schon geil. Voll herzig. Siehst du das? Oh nein, ich will auch ein Tier haben. Aber das habe ich verpasst. Da bin ich. Die sind auch voll zutraulich. Anscheinend, ja. Der Lanzer Heide ist mir auch mal ein Eichhörnchen. Ah, schau, der Roger Federer hat auch eins gemacht. Nein, ein Eichhörnchen? Ist das ein Federer? Ist das ein Federer? Das sieht wirklich aus wie ein Federer. Ja, voll. Ja, voll. Nein. Oh, jetzt ist der Pyta. Jetzt ist der Pyta. Ja, jetzt ist gerade düster geworden. Ja, sorry. Er ist mal ein Eichhörnchen auf der Lanzer Heide wirklich so bis an die Hüfte hochgekommen. Bis dann gemerkt hat, ich habe ja gar nichts. Und Foxy dreht ja Touren ab Eichhörnchen. Sie liebt es. Also sie jagt es natürlich. Ah, eben. Okay. Und du siehst, dann geht das Eichhörnchen logischerweise auf den Baum. Sie meint, das ist Verwandte. So, ja, wahrscheinlich. So, Babys. Und dann nachher dann kommt sie kognitiv nicht nach, wieso die jetzt da durchkommen und sie nicht. Also weißt du wirklich, dann ist sie unten dran und so wirklich so. Das ist ein bisschen sau, oder was? Also, und sie kann es nicht fassen, dass sie denen nicht nachhören kann. Kann man sich nur vorstellen. Denkt sie, dass Eichhörnchen auch Hunde sind? Nein. Nicht? Nein, es ist einfach ein Jagdinstinkt. Okay. Also weißt du, sie hat einen sehr ausgeprägten Jagdinstinkt. Sie jagt alles, auch Lamas. Und ja, wir haben Lama vor mir in der Nähe und sie rennt dann immer so richtig den Lamas. Und also es sind eingehegt, in dem Sinne, es kann nicht passieren. Aber sie jagt die dann immer. Aber wenn sie dann vor etwas steht, wo sie jagt, weil sich es nicht bewegt, es gibt ab und zu mal Katzen, die einfach «they don't give a fuck», die bleiben dann einfach sitzen. Und dann geht es auch kognitiv wieder nicht mehr auf. Dann ist sie vorne dran und weiss wie nicht, was machen will. Es rennt nicht weg und dann so «okay, dann geht es wieder». hast du mal das Video gesehen von so einem kleinen Hund, wo ein riesen Hund nur am Anklaufen ist, aber so richtig angelaufen. Und danach tun sie ihn einfach zu ihm setzen und dann ist er so. Plötzlich nicht mehr. Ja, aber dann weiß ich nicht, was machen. Und dann nehmen sie ihn wieder weg und. Das ist wie die beiden Hunde, die so ein Tor wo aufgeht. Und sie sind so hinter dem Tor und ballen weg. Und dann geht das Tor ist weg und stehen sie voreinander. Ja, das ist so wie Autofahrer, so wie du gesagt hast. Ja. Wie die besoffenen Schläger. Gerade wenn ich sagen, so kleine Besoffene im Ausgang. Ja. Hebt mich. Ja, ja. Hebt mich zurück. Ja, das habe ich mal gehabt mit dem Danny. Der hat mir mal eine im Club hat mich dumm angemacht, aber so richtig. Und dann der Danny hat nichts mehr machen. Er ist fucking, was ist er, 1,90 oder so? Mein alter Mann hat so. Und er ist einfach so dazwischen gestanden, wirklich ganz nett, hat gefragt, gibt es ein Problem? Und dann hat er so, nein, alles gut. Und ich habe so, oh fuck. Mann. Weil er uns Schatz weggesoffen hat. Und ich gesagt, das geht gar nicht, Kollege. Das heißt, er hat euch Schatz weggesoffen? Ja. Okay. Er hat so dazugekommen und so. Nur in Basel gibt's das, hä? Nur in. Natürlich. Ja. Yeah. Das ist im Aargau nie passiert, so etwas. Noch nie? Mm-mm. Also dort kommt einer, nimmt deinen Schatz und zahlt einen neuen, ja.
Wirklich? Aargau ist Texas von der Schweiz. Und dann heisst er irgendwie... Gunshots, bro. Direkt. Was ist das? Gunshots. Ja. Wegen Texas. Spreitenbach oder Dietike, bro. Weißt du, im Tivoli, was die Riesenschlägerei gegeben hat? Da habe ich mega müssen lachen. Wegen Zeki. Wegen Zeki ist es? Ja, der hat, ah, ja? Ja, der Zeki hat so einen Post gemacht. Irgendwie Spreitenbach ist so die Bronx von der Schweiz oder von was auch immer. Nachher sind aber Dietiker gekommen. Die sind ja so Spreitenbach, Dietiker. Das eine Aargau, das andere Zürich. Ja. Yeah. Dann ist Dietiker gekommen und ich fand, was, wir sind Bronx. Und so. Nachher haben sie angefangen, Ghetto gehabt, im irgendwie in den Kommentar. Und dann hat sich irgendwie 40 Leute getroffen zum Schläger im Tivoli. Ja, ich weiß, aber dann ist nur eine Person eine verletzt. Eine Person ist verletzt gewesen. Ja. Emotional verletzt. Ja. Ja. Mit dem Velo umgeht auf dem Weg dort hin. Ja, ich finde es aber noch ein geiles Shopping-Center. Ich finde es auch geil. Ich finde es auch geil. Von ganz ehrlich. Also am Montag, Dienstag. Das Tivoli ist noch geil, Shopping-Center. Am Montag, Dienstag gehen, wenn niemand um ist. Wenn es keine Schlägerei gibt, ist es voll nice. Wenn niemand um ist, Montag, Dienstag, ist ein wirklich zum Einkaufen, hast du alles dort, dann ist niemand dort. Ja, aber also, Samstag? Es ist einfach ein Shoppingcenter. Ja, aber in dem, nein, geil. Ja, es ist praktisch, weil alles so... Aber am Samstag würde ich nie Ich probiere Sponsoring reinzuholen. Ja, so Möbelpfister und Livik und so bin ich schon gesehen. Das ist tatsächlich noch schön dort. Geil? Ja. Okay. Also es ist Spreitenbach, oder was meinst du? Ja. Yeah. Aber ich finde das schon wunderschön. Ja, wir treffen uns 40 Leute, wir sind Gangs. Du hast mir das dann erzählt, dort haben wir mit der Steffi Berger eine Show gehabt. Ja, stimmt. Ja, du hast es erzählt. Ja. Nein, das ist überraschend, dass so etwas unter einem Post vom Zeki könnte stehen. Ja, und vor allem, in seiner Art von Humor sieht er doch intelligente Leute an. Aber weißt du, die Diskussion ist schon sehr lustig. Wer ist Bronx? Also, es geht ja um gefährlich und abgefuckt. Und dann streitet es darüber, wer ist abgefuckt und gefährlich. Niemand in der Schweiz ist Bronx. Nein, eben. Du kommst so Schlägerei weg. Ausser Basel und Biel. Was findest du? Was laberst du? Ey, also los. Basel ist die kriminellste Stadt in der Schweiz. Gell, das weißt du. Also Kriminalität steht am höchsten. Aber ich finde... Also Zeit wer? Aber ich finde Biel eigentlich krasser. Wenn ich ehrlich bin. Also nur weil du die Hälfte nicht verstehst, weil du Französisch redest, nein, oder? Nein, Biel, bist du Lies, ich glaube, nochmal ein bisschen. Also Biel, Lies. Also in Biel, wir haben dort eine Show gehabt in den Kreisel. Und der Sven steht so dort auf der Bühne. Dort haben sie die Bühne auf aufgebaut. Kreisel? Ja, schräge Show. Bitte, schräge Show. Ah, wirklich? Ich weiss, wo du meinst Ding. Ja, ja. So Haha, Haha Festival. Ja, Haha Festival. Ja. Genau, ja. So. Und dann hat es drei Typen in der vorderen Reihe. Also Haha, Haha. Und nicht. Das ist gerade auch die Insta-Biografie vom Zeki. Nicht Helly Hansen. Nein, nein, nicht. Haha, sonst keine andere Hahas. Das ist das Einzige, was mir gefällt bei Haha, Helly Hansen. Ja. Dann lebst du ein schönes Leben als viele Leute. Gesponsert von 1888 Bieren. So, auf jeden Fall. Der Sven schaut aber und sagt, ich meinte so, hey, wie heisst du? Er kommt auf die Bühne und sagt einfach, my name is beautiful. Und der Sven sagt, okay. Und also, danke Nemo, gang wieder. Und dann nimmt das Messer für das Mikrofon und sagt, I would like to stab everyone. Es ist einfach ruhig. Siehst du, der Sven schaut so zu ihm über und sagt so, ja, kannst du bitte nach der Show machen? Und der Sven ist dann kurz und sagt, Alter, was ist los? Und ich bin mal mit einer zusammen aus Biel, ein Jahr lang. Ich schwör, jedes Wochenende habe ich so Zeug erlebt in Biel. Wirklich, ey, Biel ist mega lieb und so, aber die Stadt ist auch batshit crazy. Wirklich, der Rotond heisst dort am Bahnhof. Jedes Wochenende werden die Leute dort abgestochen, wirklich verprügelt. Es hat Läden gegeben, wo du schon Gras der Charlie ist ein sprechendes gewordenes SVP-Plakat. Jedes Wochenende stechen sie den Bahnhof. Nein, ich bin aber trotzdem jedes Wochenende gegangen, weil das ist für mich so wie Genf gewesen, Little Africa. Und stell dir dann noch vor, wie es in Bienne abgeht. Du. Ja, ja. Nein, Bier habe ich das immer erlebt. Ich bin trotzdem immer sehr gerne dort gegangen. Wird niemand abgestochen beim Sven Zimmer? Also in Basel, nicht genau. Jedes Wochenende jemand abgestochen? Du, aber jedes Wochenende wird jemand verprügelt. Ja, gut. Überall. Alter. Zürich, ja. Ja, in Landsburg nicht.
Wie groß ist Landsburg? I doubt it. Und vor allem, du bist dort weggezogen. Ja, jetzt vielleicht nicht. Ja. Jetzt nicht. Nein, jetzt nicht. Von 100% auf 0%. Ich gebe nur das weiter, was die Polizei sagt. Aha. Warum? Aber das wäre krass, wenn der Auftritt, der Sven sieht, der Auftritt voll durch und der andere ist am Lüften. Der versucht zu sagen, Also, wir sind beide am Killen. Nein, nachher ist der Matteo gekommen. Der Matteo hat den gewürgt. Was? Nein, der Matteo ist nachher gekommen und hat einfach, dem ist scheiße gegangen, hat einfach, ich glaube, die ist 10 Minuten einfach granted. Über die ganze Veranstaltung, über den Ort. Er kommt her auf die Bühne und sagt, was ist das für ein scheiß Ort, Mann? Ich muss einen Auftritt haben mit einem Kreisel. Dort oben ist ein Fitnesszentrum, wo der eine auf dem Velo mich anschaut und der andere will Leute abstechen. Warum bist du noch da? Stich oder gehen, weißt du? Und wir am Sterben von Lachen bei der Veranstaltung. Ist ganz hintergehockt so. Und der Matteo, ja, gell? Und dann die hure Ansage, Mann, die wissen nicht mal, wer ich bin. Die haben meinen Namen fast gesagt. Ja, gut. Aber so wie es, wir sind einen Tag nach dem, haben wir gehabt dort, mit dem Ben und so. Ja. Und auch der Sven nochmal. Ja. Und uns haben sie nur gesagt, ja, scheiße gewesen, weißt du? Ist jemand auf die Bühne gekommen und so drum, wir müssen schon ein bisschen schauen und easy. Nein, der hat die Leute abstechen. Uns hat es nicht gesagt. Guckt mit dem Messer so. Wir nichts. Wir haben ganz schon. Das ist wie noch verreden, der mit dem Messer. Mit dem Bier, mit seinen Alkoholikerfreunden. Und alle Huren Angst, er hat am Beautiful. Beautiful. So wie Luftschüsse, aber mit Messer. Ja. Luftstiche. Hat Luft gestochen. Das ist etwas, das ich schon gesehen habe. Jetzt hat er so etwas gesehen. Klassisch glüffelt. Ja. Und du hast gemerkt, alle mega angespannt. Viel einfach definitiv. Ah, es ist nicht eine mega entspannte, lustige Show gewesen. Oh nein. Oh Gott. Aber auch nicht so trotzdem beautiful. Das finde ich noch schön. Da habe ich so schräg gefunden, dass er beautiful geheißen hat. Es hat einen gegeben. Der Death by Beautiful. Aber das hat ein Getränkelieferant gesehen, der hat nur Schweizerdeutsch können. Ja. Ist aber internationaler Getränkelieferant gesehen. Das ist geil, dass ich gesehen, ja? Okay. Und wenn du da mal. Ich habe im HH in der Biografie gestanden. Nein. Wenn du ihn gefragt hast, wie es ihm geht, auf Englisch, sagt er, hey, how are you? Dann sagt er, beautiful. Beautiful. Es gibt ja aber Leute, die tatsächlich nur Schweizerdeutsch können und im Ausland auch immer nur Schweizerdeutsch bestellen. Und sie kommen gleich immer das, über was sie wollen. Das ist faszinierend. Ja. Das ist mit dem Papi hat so einen Freund gehabt. Wir sind mit denen mal in Thailand in der Ferien gewesen. Und der hat knallhart auf Schweizerdeutsch bestellt, weil er einfach kein Englisch auch hätte können. Und ich habe gesagt, du, weiter. Das ist das Einzige, weil weiter hätte er können. Yeah. Weiter, da bringst du mir einmal da von dem, gell? Gibst mir einmal das. Dann zwei von dem da, so. Und er hat immer bekommen, was er wollte. Und es ist wirklich. Und am Anfang dachte ich so, nein, so kann ich nicht reden mit dem. Die haben es aber immer mega lustig gefunden. Also weißt du, die haben gemerkt, der macht das nicht böse oder herablassend, sondern. Er hat einfach keine Ahnung, es ist immer mega lustig. Gut, so der Mädel ist so, die so ein bisschen das Selbstbewusstsein haben und einfach so reden, wie sie reden. Wir machen das viel, wir verbeugen uns voll zum Field. Und in Thailand verstehen sie eh Schweizerdeutsch. Also weißt du? Ja. Nicht alle. Über 60 ist die Chance gross, dass Schweizerdeutsch. Oh Gott! Nein, das bei dem genauso gesehen. Und vor allem, der hat, irgendwie einmal hat er mir erzählt, dass er ein Event gemacht hat, wo er Ramazzotti hat er auch in seinem Vertrieb gehabt, sozusagen. Und dann hat es ein Event gegeben, irgendeine Gala, wo effektiv der Eros Ramazzotti auch auftreten ist. Und dann hat er mit dem oben lang, ist er irgendwie auf der Strasse, ist auf einem Trottoir gesessen, erzählt er, keine Ahnung. Und hat mit ihm Ramazzotti getrunken. Der andere kein Wort Deutsch, auch kein Wort Italienisch. Und sie haben einfach gesoffen und gelacht, einen Abend lang. Was? I doubt it. Bei ihm ist es möglich. Bei ihm ist es möglich. Ja, aber bei mir aus weniger. Gut, wenn er genug Ramazzotti getrunken hat, wer weiß. Wahrscheinlich trinkt er nicht mal Ramazzotti. Das war schon lustig. Das Prinzip. So, ja. Nein, musst du doch. Geil. Also ich würd die ganze Zeit einen Mutzenbecher trinken, wenn es das gibt. So ein Mutzenbecherbier. Oder weißt du, deutsches. Das wäre das Maske. Gebraut nach dem. Einfach so ein Becher.
Ein Mutzebecher. Das ist überhaupt nicht auffällig. Nein! Und es steht noch Mutzi drauf. Ja. Aber alle würden sagen. Und trotzdem weiß es nie jemand. Ja, weißt du, kein Sound. Alle sagen, ja, gut, es ist zu offensichtlich, er ist es nicht. Wer ist jetzt dort drin? Nein, sie sind so. Ich kann mich anfragen, gang ich mal als Mutzebecher? Ja. Nein, nehme ich wirklich den Mutzebecher. Das wäre das Beste, was mir passieren könnte. Weil ich meine, in der ersten Staffel hat aus irgendeinem Grund Christa Rigozzi das Gefühl gehabt, der nölde Fahrer könnte ich sein. Ja, jetzt, also. Ich meine, er ist nur drei Köpfe grösser wie ich und irgendwie doppelt so breit. Du siehst schon mit diesen Kostümen schlecht. Nein, aber er hat so Schultern gehabt. Ja. Und aber die Produktion, muss man sagen, ist schon, du bist auch schon gesehen, der Jury, oder? Nein. Bist du nie gewesen? Ach, ich meine, du sagst mal im Rateteam gewesen. Nein. Das ist ja wirklich, eben, da fliegst du wirklich am Morgen auf Köln. Mhm. Dann kommen sie dort holen und dann fährst du in das Produktionsgelände, wo einfach so, wenn du Fernsehmacher bist, da geht dir das Herz auf dort drin. Also es ist einfach so, das sind fünf Hallen, wo einfach in jeder Halle findet irgendeine Fernsehproduktion, Wer wird Millionär ist im Studio nebendran gewesen und so. Und das ist einfach so, nur schon einfach der ganze Backstage-Bereich, so ja, die eigenen ja. Content. Du, das ist ja beim SRF nicht anders. Doch, ein bisschen. Das kann ich jetzt aus Erfahrung sagen, ein bisschen anders. Ja. Nein, hallo, mit der Live-Hall. Live-Stage. Live-Stage, Entschuldigung. Ja, Live-Stage ist auch schön. Nein, es ist tatsächlich ein gutes Ding. Aber es ist natürlich in den Dimensionen nicht vergleichbar. Also, wenn du siehst und dann hast du den Warm-Up, der einfach lustiger ist als 80% der Schweizer Comedy-Szene. Oh, das ist einfach eine andere Welt. Ist der mit dem farbigen Anzug? Ja, wie heisst er? Ich habe ihn jetzt gerade wieder gesehen, vor letzter Woche, bin nachher nach dem Interview mit dem Mockridge, bin ich noch die Helene Fischer Show schauen, in Düsseldorf. Ein Fernsehstudio mit 12'000 Plätzen. Also, what? Eine Halle, die sie gebaut haben, und dort haben sie das Fernsehstudio drin gemacht, 12'000 Plätze. Jo, das ist ein Hallenstadion. Was? Ja, das ist ein Hallenstadion. Jo! Und dann hast du eben einen Warm-Upper, es gibt einen grossen deutschen Warm-Upper, der alles macht. Das Problem ist, er weiss mittlerweile auch, dass er der Chef Warm-Upper ist. So. Also er ist ja, eigentlich ein bisschen Star, okay. Oder? Wow. Das Einzige, was lustig ist, also, die Deutschen sind ja sehr obrigkeitsgläubig. Und wenn dann die Helene rauskommt, dann ist er ganz klein. Also dann ist wirklich, ja. Helene, ganz gut, also dürfen wir vielleicht, also wenn es irgendwie geht und so. Es hat zweimal gegeben, dass es einen Produktionsfehler gegeben hat, wo hinten dran jemand durchgelaufen ist mit einer Kamera, die nicht hätte sollen. Ja. Und dann haben sie schnell müssen abbrechen, oder? Und die Moderation nochmal aufnehmen. Und dann schaltet sich der Regisseur und sagt, liebe Helene, also das tut uns jetzt wahnsinnig leid, aber uns ist da ein ganz, ganz dummer Fehler passiert. Wir müssten diese Moderation nochmal auf... Also weißt du, so wie bitte, gell, ein bisschen böse und so. Und sie ist ja mega entspannt. Sie ist völlig entspannt, oder? Ja. Und so, aber das ist so das deutsche Ding von die grosse Moderatorin und jetzt dabei, wenn der einfach gesagt hat, hey Lena, sorry, tut uns sehr leid, dummer Fehler passiert, können wir das nochmal ganz schnell? Hat sie gesagt, ja klar, kein Ding. Ja, krass. Seit ich es immer bei Verstehen Sie Spass gesehen habe, finde ich auch, das ist mega entspannt. Also da ist ja alles mögliche schief gelaufen dann. Und sie ist easy genug eigentlich. Ja. Weil privat würdest du erwarten, dass jemand, weißt, sich so zeigt, wie er ist und sie ist voll easy. Nein, sie war ja an der Aftershow-Party mit irgendwie den 200 Leuten, die dann dort waren. Natürlich alles Crew und so. Und dann bin ich neben dir angestanden am Buffet. Das war ein bisschen ein Fanboy im Moment gewesen, natürlich. Ich habe mich aber nicht getan. Das ist wirklich, das sind alles Produktionsleute gewesen und ihre Tänzer und alles und so. Und du? Niemand fragt für ein Bild und ich hätte so gerne ein Foto gemacht mit dir. Aber ich dachte, du kannst jetzt nicht der einzige Vollidiot sein, der sagt, Helene, können wir noch ein Foto machen? Ja. Das kannst du wirklich nicht machen, dann bin ich am Buffet und hab dir, hallo. Kannst du ein Foto von mir machen? Aber das ist doch immer da, wenn es jemand gemacht hat, hättest du auch gefragt. Ja, aber ja, sofort. Aber eigentlich sofort. Müsstest du ihr eben ins Handy geben und sagen, kannst du ein Foto machen von uns? Nein, die ist so entspannt gewesen dort. Ja. Und ihre Tänzer lecken das Arschlöcher. Also, das sind alles mega nette. Aber nette Menschen, ja. Mega nette Menschen. Nein, wirklich. Sie sind einfach so arschlich. Nein, das Problem war, ich bin seit wirklich langem, ich gehe nicht mehr oft in den Ausgang. Die Barhocker verschwinden einfach schnell. Und es sie hocken eigentlich alle am Boden. Wenn sie laufen, siehst du auf einmal so ein so ein schwarzes Loch, alles eins auf. Oh Gott. Nein, ich bin das erste Mal seit wirklich lange wieder im Ausgang und auch wirklich ready für eine Party. Der Alkohol ist gratis und so. Und bei mir braucht es recht viel, bis ich anfange zu tanzen, weil ich kann es wirklich ganz fest nicht. Und dann habe ich irgendwann den Sweet Spot erreicht, wo ich mich noch bewegen konnte. Ja.
Und keine Hemmungen. Und keine Hemmungen mehr gehabt. Wirklich perfekte Sweet Spot. Okay, komm, fangen wir an tanzen. Und das war der Moment, wo die Helene mit ihren 20 Tänzern einfährt. Und die kommen einfach auf die Tanzfläche. Und es ist ja egal, welcher Song das läuft. Die haben einfach Choreos im Kopf. Wo einfach, und dann fangen einfach 20 Leute an, synchron, uhren geil tanzen. Dann findest du, was, synchron? Ja, hey, nein. Das wirklich, ist, hey, das einfach ist insane. Arschlo. Und egal, was der DJ gespielt hat, war fantastisch. Und dann denkst du einfach, hey, komm, jetzt wäre ich einmal so weit. Und du, nein, tanzest du nicht. Nein, du siehst wirklich, da kommst du behindert. Karte ja, wenn du ein Choreo machst, also, kannst du gar nicht. Was willst du denn? Nein, so, was willst du machen? Du bist wirklich so wie der Fall. So Macarena geht noch jetzt. Aber das ist ausgesehen wie so eine versteckte Kamera-Flash-Mob. Yeah, so, ja. Aber wirklich so. Und erst 30 so. Ja, ey, wirklich. Ja, 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 genau. Wie ein Velofahrer auf der Formel 1 Strecke. Ein Tänzer allein und alle anderen kommen aus seinem Arsch und dann so Babuschka-mäßig. Yeah! Oh, ich würde beim DJ Bobo frieren, wenn sie hier hintereinander gesessen sind. Ja, so, yeah, alle Hände. Yeah. Aber oh, das ist schon weird, dass sie in einer Choreo tanzt haben, an einem Ort, wo eigentlich ein Tanzfläche ist. Das machen Tänzer immer. Ja. Wenn du jeder tanzt, okay. Ich schwöre, Tänzer sind so. Sobald du an einer Party bist, sie können es kaum erwarten. Leute, die Tanzmove sagen, du merkst es immer in der Ecke fürs Auge. Das ist bei mir ja so. Ja, einzeln verstehe ich es. Jeder. Auch an der Bushaltestelle und so, die ja, sind mehr ruhig. Die sind immer so. Und in irgendeinem siehst irgendjemand, der so halbwegs kann tanzen kann, geht in die Mitte, um einfach Stimmung zu machen. Dann sind sie jetzt muss ich die Leute zeigen. Mhm. Dann geht sie immer in die Mitte und machen ihre Choreos, die sie 100 Mal gemacht haben. Aber das sind die Uhren schräg. Und dann alle so wie so buuuuuh. Das finde ich richtig schön. Das ist wie wenn du am Stammtisch deinen kleinen Stand-up-Auftritt würdest machen. Ja. Das ist das Problem nicht. Nein. Nein, du willst so ein Choreo machen. Und dann sagst du, weißt du, was ein Witz ist eigentlich? Das ist wie, wenn ich das eine Mal einkaufe. Das ist ja schon mal einkaufen. Hey, die Regal, hä? Oh. Wenn sie im richtigen Ort aufgebaut sind. Ja, genau, ja. Nein. Aber die allernervigsten sind, glaube ich, Beatboxer. Wenn du Beatboxer-Kollegen hast, dann kannst du nie normal reden. Wirklich? Oh, weißt du, was mir am meisten ständig aufregt? Ständig, das ist mir regt so oft die Fake-Videos, wo irgendjemand an einem riesen Zug, an einem riesen Bahnhof, so in der Trainstation auf so einem freien Piano. Und dann haben sie ja, ja, ja. Haben sie das Handy und dann zufällig. Oh, she was an opera singer. Yeah. And he played the violin. Und so. Alle zusammen und wow, was, so ein Zufall. Ja, ja. Nach dem dritten Video wieder die. Du siehst immer wieder die gleichen Leute. So, und du, hey, I have my contrabass here. Can I play something? So. Aber spiele ich uns gleich wirklich. Das ist so. Ja, das ist eben. Ja, sind immer noch gut. Vor allem, wenn der Typ, der Giga spielt, die Rolltreppe bekommt. Das ist immer so ein geiler Moment. Und alle so. Sogar ich denke, oh, das sind eben geile Talente. Sachen, wo du dich zum Beispiel kannst verkleiden kannst. Weißt du, Cristiano geht immer gut shooten gegen Leute verkleidet. Ein Kevin Curry tut sich vielleicht. Oder wer hat das gemacht, wo der Uncle Drew. Kyrie ist glaube ich, der sich verkleidet hat als alter Mann. Ah, wirklich? Nachher ist er einfach auf dem Basketballplatz mit Leuten so als alter Mann spielen und dann plötzlich kann er es. Und so Klavier spielen auch. Du kannst dich verkleiden, irgendwo anhocken, wenn du voll der Pianist bist, kannst du einen speziellen Auftritt machen. Comedian. Kannst du es nicht? Kannst du nicht Mask-Comedian machen? Und dann hörst du dich ganz genau deine Bits am machen. Das macht voll keinen Sinn. Das wäre sehr aufwendig für mich. Das ist jetzt Charlie. Ja. Das ist ein Büssi, ja, verkleidet sich und einen Open Mic und beleidigt einfach alle. Das war sehr lustig beim Keller in seinem YouTube-Video, das er jetzt gemacht hat für SRF Comedy Keller Show, wo ihm die Leila einen Text geschrieben hat. Da bin ich gesehen! Du bist auch gesehen! Du bist auch gesehen! Ich war auch gesehen. Wo er hat müssen vortragen. Mit dem glaube ich nicht dürfen lachen. Es ist wirklich absoluter Horror. Sie haben einen absoluten Horror drauf geschrieben. Oh, wir haben so, ja, Frauen sind ja da, zum Glück sind die nicht lustig, dafür sind sie billig. Und so. Also wirklich nur so Zeug. Und das vor einem Publikum, das jetzt in der Langstrasse, sage ich jetzt mal,
vielleicht den Witz nicht so lustig finden. Also, wahrscheinlich finden auch sonst nicht wahnsinnig. Nein, von mir gelacht, weil es der Keller ist. Ja, weißt, natürlich, weil du gewusst hast, da irgendetwas stimmt. Haben die es gecheckt? Also, ich habe es gecheckt wahrscheinlich. Ich habe gecheckt, dass er etwas vorliest, was er muss irgendwie machen muss, was vielleicht nicht von ihm ist. So. Und das ist ja ganz klar nicht sein Style. Nein, nicht so. Aber ich habe nachher Angst gehabt, es ist ein Social Experiment, wo die Leute... Und ihr werdet gefilmt am Schluss. Ja, so, oh, schau mal. Es ist eigentlich so ein subversives Ding, wo die Leute eigentlich entblößen. Schau mal, über was lachen. Die Leute so und ich bin auch am Tod lachen. Ah, das wäre sehr lustig, wenn ich morgen gesehen lachen und nachher in der Woche drauf jetzt beim Anfang den Kaiser wäre er abgeschlachtet worden. Ja, so genau. Ja. Ich sag, schau, wie scheiße die. Da wäre ich richtig reingelaufen. Ich habe nicht wegen dem Witz gelacht, sondern weil der Keller ansteht und so Sachen sagt. Also gedacht, bro. Ah, ich habe wegen dem Witz gelacht. Ja. Das ist ja offensichtlich scheiße. Wie ist nachher rausgekommen am Ende? Ist es schon. Ja, es ist jetzt. Es ist, gerade diese Woche haben sie es rausgehauen. Ja. Ja. Wie heißt das? Keller-Show. Keller-Show. Okay. Sehr schnell, sehr viele verschiedene Sachen. Sehr schnell geschnitten. Ich bin mit mir uneins, ob ich das geil finde oder ob ich mittlerweile so alt bin, dass es mir lieber wäre. Ein Thema, das nächste Thema, das nächste Thema. Es sind wie so drei Themen, die sie aufgemacht haben. Und immer wieder ist immer wieder so zwischengeschnitten worden. Okay. Und bei der Leila, ihrem Pilot, hast du jetzt mehr so einen Ablauf gehabt durch alles durch, was für mich mega einfach gemacht hat, weil ich sehr simpel bin und dann bin ich froh. Hast du den Pilot von der Leila aus? Den würde ich auch gerne. Ja. Ja, du hast ihn ja abgenommen. Ja, wir sind beide. Ah nein, du bist nicht, du bist nicht dabei gewesen. Nein, nein. Nein. Ich habe gemeint, dass mit dem Tom drüber geredet in Aros und dann hat es erzählt. Das ist noch gut. Habe ich nicht gewusst. Aber sonst grundsätzlich ich finde es super krass. Ich finde die Leila find ich richtig stark. Also, ihr finde ich gut. Das Intro finde ich richtig gut. Oh nein, für mich nicht. Also ich meine allgemein, ich finde es einfach mega stark. Es ist einfach... Was? Ich finde es wirklich gut. Ja, ja. Du kannst gehen, wenn du willst. Ah, okay, gut. Du musst gehen. Irgendeiner ist ja 20 Uhr. Ich muss noch ein Weihnachtsmärchen, ich muss noch etwas richtig Alkoholisches haben. Glühwein, getrockneter Wein. Mmm. Der finde ich jetzt, kleiner. Jetzt kommt langsam... Bin ich der Einzige, der fährt nachher, oder wie? Ja. Yeah. Oh, wow. Ja, nicht gewusst, ich muss nicht mit dem Auto kommen. Aber du hast es ein... gesagt. Scheiße. Hast du kein Tempomat, oder wie? Das ist ja auch Spurhalteassistent, kommt jetzt mit dem Tempomat. Ja, ich weiß, Alter, aber nur ab 60 km/h. Da muss ich immer durch die Gaststätte. Ich lasse dich nicht in den Scheiß fahren. Wenn einen geschenkten Gell schaut, macht nicht ins Maul. Ja, gell. Okay. Hast du jetzt nicht genommen, oder was? Nein, hatte ich schon drei Gläser gehabt. Ich bin nicht strapazieren. Ich laufe noch bis ins SRF, aber das muss lange zum Nüchtern werden. Also, jeder ist für sich selber verantwortlich, gell? Ja. Aber jeder kann machen, was er will. Weil jeder steht dazu, was er macht. Jeder steht dazu, was er macht. Einer der grössten Philosophen aus dem Land. Wer ist das, gell? Ich weiß nicht mal, wie der heißt. Ich glaube, den seinen Namen weiss man gar nicht. Nein, der weiss, also, wenn man es wüsste, dann wäre er schon in einem Zeki-Video auftaucht. Ja, definitiv. Der Osman ist schon... Mit der Osman! Ja, stimmt. Aber der könnte schon ausfindig machen. Der Osman ist auch wieder verschwunden. Ja, es hat nicht so reingekickt, wie sie sich erhofft haben. Ja, aber sie sind zu ernst gewesen, sind komisch gewesen. Sie sollen Osman auf Osman sein lassen. Osman auf Osman sein lassen. Er hat versucht, so lustige Anekdoten rauszuholen. Und dann, ja, das ist früher nicht. Ich bin nicht so, ich bin jetzt voll seriös und so. Dann denkst du, ja, wir haben dich nicht seriös. Wegen dem haben wir ihn nicht gefunden. Ist Osman der, der hinter dem Steuerrad war? Nein, Osman ist der, der beim Nein, das ist der Bändel. Der Mensch, bist du krass, wie du Bändel hast und so. Der, wir sind nicht daneben, wir sind zwischen deinen Beinen. Ah, der! Splitter, Granate und nein, das ist auch der Kleine. Der andere ist so ein ganz Michi, gell? So einen ja, er sieht aus wie so ein, der gerade vom Kampf gekommen ist oder so. Was soll ich noch ein bisschen trinken? Der, gut. Nein, der passt voll nicht dort rein. So ein braver Chorbub, der dort. Und ihm ist so, er ist so an der Grenze. Wie heisst der Moderator? Der Dani Vorlo. Dani Vorlo. Der ist nicht mehr, er hat so, weißt du, alles. Es ist schon ein bisschen entgleitet. Es ist massiv entgleitet. So, jetzt ist aber fertig. Ja, aber fünfmal selbst. Meine Lieblingsszene ist ja, wo der Kleine mit dem Bombensplitter, wo er versucht zu erklären, warum es okay ist, dass er eben reinschlägt, indem er sagt: Ja, weißt du? Er schaut mich an, so halt wie schwul. Und er so, und er startet doch nicht vor, wo schwul ist, also, und er so, okay. So, schräg. Es ist so voll nicht klar, was das Problem ist mit Schauen, verdammt lang.
Dann kommt einfach der aus dem Nichts. Und dann dachte ich, okay, mal einen normalen, weißt du. Und dann kommt einfach mit so einem Nonsens-Spruch. Okay, ich glaube, heute wird es gar nicht. So die letzte Hoffnung, die er noch hatte in diesem anständigen Bub. Sogar die Hells, die zuerst sie wurden kritisiert haben, fangen an, geht da, machen stehend auf und gehen so rein. Das ist so. Das weißt du, das finde ich ja so geil in unserer Branche. Wenn du dir überlegst, die Sendung, das ist ja wirklich bös gesagt, Abschaum gewesen. Also halt im Nachmittagstalkshows von den 90er Jahren, das war einfach der Abschaum gewesen. Und der Dani ist heute einer der respektiertesten Moderatoren, was es gibt, auch im SRF, ich meine, bei SRF 1, im Radio. Er hat, glaube sogar persönlich, wo er moderiert und so. Dazu hören, was er sagt. Wir haben einen Gipfelstürmer gehabt zu dem, ja. Und auch die Ausschnitte alle nochmal angeschaut. Und er hat auch gesagt, er hat es in dem Moment gar nicht so, weil du bist so, die zeichnen 5 Sendungen am Tag auf dort. Der hat gesagt, das war einfach eine Sendung, wo er schon gemerkt hat, okay, die ist... gerade jetzt ein aus der Kontrolle, aber es ist halt einfach ASI-TV, also weißt du so. Es ist nochmal Tuesday. Aber es ist niemand gekommen, der ihm geholfen hat, weißt du? Die ganze Bandbreite von dazu, es hätte ja auch ein Anständiger können kommen, anhocken. Ja, aber wer hat dann Zeit am Samstag, wer hat den Nachmittag um 2 so etwas schauen? Ja. Halt wahrscheinlich nicht jemand mit einem Job, oder? Oh Gott, nein. Nicht mal der, ich weiß nicht, ist ein Asiater oder so, der eine, der auch Türschild war, so ein bisschen ein breiterer Typ. Ein Bündner ist das, glaube ich. Ist ein Bündner, ja. Weißt du schon erlebt, du hure Banane? Nein, das ist einer von diesen Hells. Ja, er stimmt, das ist einer von diesen Dingen. Ich meine, so ein kleiner kurzer Haartunk war schon Türsteher, der hat so ein bisschen anständig, aber nicht wirklich. Und dann der andere, so der Zürcher, der aus der Gang früher. Den habe ich geliebt. Es war Weltklasse-Kasse, wirklich. Ich liebe so, weißt du, wo eigentlich nicht so solltet Ghetto sein, aber es sind voll Ghetto. Wie oft hast du diese Sendung gelernt? Mega. Gell? Er weiß alles loswendig. Yeah. Es gibt ein 5-Minuten Highlight-Reel. Ja, das haben wir alle ein paar Mal geschaut. Das haben wir alle ein paar Mal geschaut. Schauen wir schnell. Aber das ist wirklich. Okay, hast du kürzlich mit irgendjemandem da geschaut? Ja, Osman Highlights. Ja, Osman, weißt du, die aufstehen und sich darüber beklagen und so. Weißt du, der eine, der irgendwie mit dem Bandana und Hip-Hop ist nicht entstanden, für sich irgendwie auf den Grin zu gehen. Und du denkst, was schnurrst du? Was schnurrst du? Oder wieso merken die eigentlich nicht, dass sie daneben sind? Ja. Wir sind nicht daneben, wir sind zwischen deinen Beinen. Ja? Gut. Ja, stimmt. Gut. Ja. Oh, hä, musst du noch eins? Hä? Zwischen deinen Beinen, ja? Das ist so der. Er kennt sogar das Kopf. Aber weißt du, am Schluss wird er der cool, weil alle anderen so lame sind. So ein Föhrige. Habe ich auch sehr lustig gefunden, jetzt, wo der Osman ja wieder auftaucht ist beim Seki. Weil du das siehst. Habe ich auch du so. Siehst. Du siehst ihn noch. Und denkst, ja, das hättest du nicht müssen sagen. Mir sehen es, dass du der Osman bist. Er hat es nicht sehr weit geschafft. Ob der meine dir. Ja, genau. Du bist unten auf Mute, sag mal, der Boomer. Der und der ist so ein blonder Kollege, der auch... Ich habe so einen Ton. Ja, aber du bist unten auf Mute. Du musst auf Mute unten dran mit dem Maus schnell gehen. Ah. Dort, du siehst es, ja genau. Du hast auch M können drücken. Fetzen wir die Leute umeinander, die uns blöd anschauen, fetzen wir einfach rein. Ich habe schon als Türsteher gearbeitet, seit ich irgendwie 18 bin oder so, irgendein Scheiß. Du darfst sogar mit Frauen reden. Aber darf ich dich etwas fragen? Wieso hast du Frauenschuhe? Schuhe? Kleider? Das spielt doch keine Rolle, Mann. Da innen, da Herz, Mann. Das muss stimmen, Mann. Du bist ein Idiot, weißt du das? Er nimmt sich so nach mit so Dingen. Du hast mindestens etwa 10 Mal gesagt, dass es heutzutage nicht kannst reden, sondern nur zuschlagen. Wie war es früher? Kannst du dir beurteilen? Gang abnehmen und Talk ab, Mann. Bist du ruhig. Du, also ich bin im Krieg. Der, schau, der. Ich kann es bewiesen. Wenn der schaut, Pistolen, Schuss, Bomben, Splitter, ich habe alles erlebt. Ich habe meine Familie verloren. Kontakt, Kampfsportarten. Ja, für was? Sorry, das macht man jeden Tag, das im Straße erleben, Mann. Gratis. Jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. Okay. Also komm, genau dort hören wir auf. Komm, also, okay, ein nicht aus, ich komm, du bring etwas. Komm, wir wollen ein Programm so nennen. Jeder kann machen, was er will. Jeder Stadt, was er macht. Aber das Problem ist, dann haben alle das Gefühl, man macht einfach irgendeine
das Programm über den. Ja, so eine riese, so eine riese Bitte. Man kennt ihn nicht und dann, ja. Yeah. Du musst das Beste, was ich hier zu Gits machen, wenn schon. Ja, ja, ja. So nenne ich denn das Best-of, wo wirklich... Yes, wirklich yes. Ja. Absolut, ja. Absolut. Das Beste, was ich jetzt geht. Ja. Aber da müssen wir noch, also 20 Jahre müssen wir noch warten. 20 Jahre? 20 Jahre? Dann, nur so nach 30 Jahren machst du mal so richtig Best-of. Ich 20 Jahre das immer noch machen muss. Wie viel bist du jetzt? Fünfte? Programm 6. 6. Ja. Wow, Alter! Nach dem 10. später. 2 davon, ganz okay. Ja. Ja. Das wird ja auch nicht überhaupt. Zwei davon sind ganz okay. Der Gang sind der Best. Ja! Ja! Die anderen sind auch gesehen. Ja. Okay. Boah, im 6. Oh, krass, hey. Ja. Wow, die Zeit fliegt. Yeah. Muss ich noch ein paar Daten vorlesen? Mm. No. Nein, aber ich kann jetzt hier sagen, was haben ich jetzt gesagt? 24. oder? Oh, ich muss gehen. Tschüss. Ist, oder ist 31. Was soll ich jetzt machen? 31. Also, dann ist das übermorgen oder was auch immer, wenn das rauskommt. Das 31. Dezember kommt mein letztes Solo in voller Länge auf YouTube. Bam. Nice. Okay, nice. Mhm. Sehr schauen. Will ja. Aufzeichnung, also gemischt? Die oder? Vom Casino Theater. Die vom Casino Theater. Also quasi Special. Ja. In voller Länge. Ich bereue immer noch, dass ich das dort aufgenommen habe. Also nicht wegen Casino Theater, sondern weil es Corona war und 50 Minuten ja. Das stimmt, ja. Das ist, ist zwar ein geiles Zeitdokument, aber es ist ein Programm, wird es nicht gerecht. Ja. Yeah. Ja, stimmt. Stimmt. Hätte das Lied normal einfach ein Jahr spielen sollen. Ja. Halt nur 3 Auftritte machen, aber... Ja, aber geil, im Nachhinein ist das einfach zu sagen. Mach's doch nochmal. Ja, der ganze Dreck kann man auswendig lernen. Ja, genug anderes zu tun nächstes Jahr. Ja, das ist stimmt, so. Das stimmt. Das ist so. Ich könnte mich jetzt auch nicht mehr erinnern an der letzten Show. Das alles nochmal auswendig lernen. Ja, schau dir einmal, dann ist es schon wieder drin. Nein, ich glaube nicht. Mm-mm. So, die kleinen Nuancen, die du drin hast. Ich habe es jetzt in 2 Jahren. Das Schöne ist, es gibt ja dann wie neue Bits auf einmal. Ja, du kannst sie dann mixen mit den neuen Sachen. Ja, und vor allem, wenn du etwas irgendwie 2 Jahre nicht gespielt hast und du hast noch so Bits im Kopf, dann probierst du dich daran zu erinnern und dann laberst du auf einmal irgendetwas Neues. Ja, ja, ja. Was dann oft besser ist. Ja. Wie du älter geworden bist und mehr Skills hast. So. Ja. Du eine Banane! Weißt du schon erlebt, du eine Banane? Banane. Aber ja, ich klinge mich da aus, Leute. Alright. Okay. Das war ein geiler Podcast. Jetzt gibt's Deep Talk. Jetzt lässt du mal über den Charlie. Jetzt gibt's Charlie Talk. Jetzt. Ja. Wenn der Charlie nicht da ist. Sobald ich am Tisch bin. Bro, ist alles gut, ich erzähl's dir morgen im Zelt, was sie gesagt haben. Das Mikro-LSD, das er die ganze Zeit nimmt. Also, Mikas. Ich hatte Charlie jetzt wirklich, also ich hatte dich mehr gesehen als meine Mami und ich bin sehr eng mit meiner Mami. Das ist wirklich, ah ja, wirklich? Nein, ja. Ich hatte ja auch mehr als mein. Also wir haben uns jetzt fast eine Woche lang gefühlt jeden Tag stimmt, fast gesehen. Das stimmt. Das Bern vor einer Woche, dann Arosa. Arosa? Und jetzt am Mittwoch. Und morgen nochmal zu Bern. Das ist wirklich immer zu nachher wird es komisch nachher, wenn ich die... Schon ein bisschen, ja. Komisch. Wird dich vermissen an Weihnachten. Nein, das stimmt, ja. Aha. Im neuen Jahr auch. Aber wir müssen so ein Weihnachtsding machen. Das kommen die Weihnachten? Ja, im Januar. Alles 50%. Aber Ende Januar. Wir müssen einfach ein Beiz finden, was 50% macht. Ja, ja, ein paar GoPros für 50%. Das haben wir schon. Aber sehr geil, Killers. Let me say bye to y'all. Hey. Howard Ryan. Ich weiß, wo du kommst, wo du lebst. West side is the best side. Peace out. Brrrr! Findet ihr noch geil? Das ist ciao, Charlie! Tschüss! Oh mein Gott, ich darf nicht Auto fahren! Wieso? Bist du, ist er so besoffen? Ich weiß es nicht. Ich spüre schon was Weiss. Also, er hat noch ein Stück Weiss wie Stahl, aber das ist kein gutes Zeichen. Lauf's aus. Ja, also ich kann jetzt schnell mal joggen. Sonst, wenn du 2 Stück Kuh gehst, dann ist das Büro von Vujo Gavric, der hat noch Tipps. Der weiß, wie es geht. Vor allem, der hat sicher noch mehr Alkohol.
Haben wir nicht mehr? Bin ich überzeugt. Ah, okay. Bin ich überzeugt. Nein, wegen dem Vujo. Alex, meine Schlückli. Der Vujo hat noch gedroht, dass er noch kommt, Grüezi sagen. Wirklich? Ja, er kommt dann noch runter. Ja, wir haben noch Platz. Wir haben Platz. Bitte schnell an, er soll noch runterkommen. Ja, mach auf den Lautsprecher. Blinde. Wo das letzte Mal, wo wir gesehen haben, er ist ihn besuchen. Und dann ist er noch schnell runtergekommen. Ja. Du bist sie gesagt, zuerst hat er ganz normal geschwätzt mit ihm, komm, hat er mich gesehen, wieder. Blind. Wo bist du? Da bin ich gerade schon unten, wo sind wir? Im zweiten Stock, kommst du noch, es hat noch einen Platz frei, wir sind am Aufzeichnen, kannst du gerade drin sitzen. Schon gut, soll mir zuerst mal die Offerte schicken? Zuerst Offerte schicken, okay, ist gut. Die Offerte ist ein Ziggy, also, ein Ziggy und ein Kaffee. Ein Ziggy und ein Kaffee ist die Offerte. Nein, aber ich komme. Wie lange habt ihr noch? Ich komme noch schnell sagen. Ja, 10 Minuten, Viertelstunde sicher noch. Ja, also dann komme ich noch schnell so 10, 15 Minuten schnell sagen. Und Joel von Mutzbecher, er hat ja profitiert. Also er hat eine Karriere gestartet, nur dank mir. Ja, das ist absolut richtig. Er sagt, das stimmt. Ja, ja, wir haben ihn gross gemacht. Ja, wir haben ihn gross gemacht. Ja. Ja. Also bis gleich. Also bis gleich. Ciao, ciao. Das ist ein guter. Jetzt müssen wir den Podcast so lange am Leben behalten. Bis ja, aber du hast schon auch einiges ihm zu danken, wenn du so anschaust. Also ja, es ist schwer zu sagen, wer wenn mich. Aber nein, ja, nein, du hast natürlich recht. Es ist, wir haben beide profitiert voneinander. Das ist schon so. Also auch, ich auch mega fest vom Bachelor. Das ist, ich habe immer gesagt, ich bin der Einzige, der die Karriere mit dem Bachelor angefangen und nicht beendet hat. Also, das stimmt ein bisschen. Ja. Yeah. Das stimmt natürlich. Ja, es ist ein lustiges Format. Ja, aber ich kann es wirklich nicht mehr schauen. Ich komme nicht mal mit raus, wer nein, am Start ist. Nein, und so. Ich kann nicht. Das aber ist, ich weiß noch, ich meine wirklich, wo der Vujo als Bachelor angefangen hat, mit den Public Vujoings, das ist wirklich, das ist so ein Kulturphänomen gesehen. Du hast wirklich gemerkt, wie es einfach schon in der Schweiz einfach so alle, vom alle vom Gleichen reden. Mhm. Hast du das Gefühl, das hat mit unserer Generation zu tun. Also, dass das ein Phänomen war, das einfach genau unsere Altersrange abdeckt hat dort. Oder ist es wirklich einfach so gewesen, dass das ein Kulturphänomen war, übergreifend? Ich glaube, das Zweite. Ich glaube, es ist wirklich einfach, weil er ist so ein fucking Character. Ich glaube, auch das Zweite. Für mich ist es ein bisschen schwierig, das zu beurteilen, weil ich die Vujoings und so ja veranstaltet habe. Yeah. Und jetzt nicht sagen, das ist etwas mega krasses, was wir gemacht haben. Aber du das nur schon, dass er bei Jacobo Müller eingeladen war. Yeah. Also das wirst du ja nicht, wenn du nur in einer kleinen Range bekannt bist. Und der hat dort schon ein bisschen abgeräumt. Und also ich mag mich erinnern, eben bei diesen Public Vujoings, das erste, was wir gemacht haben, haben wir im Xtra einfach ein paar Kollegen gesagt, wir schauen zusammen die Sendung im Xtra, in dieser Bar, die es dort unten hat. Da sind wir 20 Leute gewesen und dann plötzlich heisst du, der Vujo kommt. Das weiss ich noch. Der Vujo kommt. Bist du sogar dabei gewesen? Ja, ich habe ja mit dem, ich glaube, mit dem Wanner habe ich eh abgemacht so, ja. Den Tag. Dann bin ich auf dazugekommen. Und wir haben nicht gewusst, weißt du, wo die gesagt haben, der Vujo kommt, haben wir nicht gewusst, kommt er und verprügelt uns jetzt, weil er es nicht lustig findet, dass wir uns über ihn lustig machen. Das war wirklich kurz eine Angst gewesen, so, weißt du, nimmt jetzt den Laden mit seinen Kollegen auseinander oder so. Und das war ja der entspannteste Typ gewesen. Und ab dort haben wir gesagt, hey komm, nächste Woche machen wir es im Wahlmann, wo er da irgendwie Karl Hirschmann noch gehört hat, wo ein Kollege ist von ihm. Dann haben wir es dort gemacht, dann sind es plötzlich irgendwie 50 Leute gewesen, die Woche darauf sind es 100 Leute gewesen, weil es 20 Minuten hat dann drüber geschrieben und so. Und dann, also das Absurde ist das Finale gewesen, das haben wir im Maskott gemacht. Und dann sind am 7., wo die Türöffnung war, ist eine Schlange gewesen vom Maskott bis zum McDonalds Stadelhofen. Um die Ecke sind sie angestanden. Völlig insane. Wirklich so. Ich weiß noch, ich habe Jens gehabt. Live geschaut, auch wenn es aufs Handy kommt. Einfach live geschaut. Und wir haben nachher dann dort schon noch eine Produktion gemacht im Sinn, wo ich mit allen noch Interviews gemacht und so. Also das war völlig insane gewesen. Ich dachte, das gibt es gar nicht. Also, ja. Das ist schon. Also ich muss sagen, ich schaue lieber Bachelorette als Bachelor. Ich es lieber, wenn Jungs dort sind. Ja. Das ist viel amüsanter. Und vor allem, das deutsche Format ist recht geil, weil sie also ein bisschen Mischung machen aus Big Brother. Ja. Weil sie wirklich einfach das Haus 24-7 filmen. Mhm. Und es ist nicht so inszeniert, sondern wenn irgendwie die Bachelorette anruft und mit dem
keine Ahnung, Cenk will reden, dann kann sie, dass Cenk gerade auf dem WC ist. Ja, und der Band es abnimmt und dann heisst es, ah, Cenk. Ja, und wenn die anderen unterwegs sind, gehen wir zurück ins Haus, schauen, was im Haus so passiert und wie die Jungs reden, wenn sie nicht gerade, weißt. Aber dort habe ich auch gerne den Bachelor geschaut, weil da haben sie ja dann auf einmal, haben sie ja dann zeitgerecht, haben sie ihn sensibel gemacht. Das ist ja dann nicht mehr. Hast du dann nicht mehr den Checker gesehen, weißt du, einfach auswählen zwischen welchen Frauen, sondern nach der ersten Folge hast du schon gesehen, oh mein Gott, langweilig. Es ist mein Herz zerrisst, weißt du. Dabei schaust du ja doch genau wegen dem, weil du weißt, dass es falsch ist. Also weißt du, das ist ja der Spaß. Aber das Geile ist, ganz am Anfang haben sie ja noch behauptet, der Bachelor sei wirklich so ein reicher Junggesell. Ja. Und haben sie ja noch so da, als würde die Villa ihm gehören. Stimmt. Ja, das ist irgendein aus der Schweiz gesehen, im Deutschen. Der allererste Bachelor ist ein Schweizer gesehen. Ah. Der Nico Schwanz? Nein, viel früher. Ja. Marcel hat er, glaube ich, geheißen. Okay. Das ist irgendein Banker gesehen. Lustig. Und dort hat es wirklich zuerst noch so geheißen, ja, er ist der angesagteste Junggeselle. Yeah. Und, in seiner Villa. Ich habe für Best of Sein immer viel lieber Bachelorette gehabt. Mhm. Weil das viel einfacher war, auf die Jungs drauf zu hauen als auf Frauen. Und das hat ja dann gleich immer, obwohl du bei den Jungs genau gleich auch machst, es hat immer so einen leichten Geschmack, wenn du als Mann so über Frauen herziehst. Ja, aber ich finde auch inhaltlich. Also die Männer haben viel mehr im Hintergrund, weißt du, so ein bisschen auch einen Männertag so gemacht. Aber die Frauen sind dort immer bedeckt und immer clean und immer so Ding. Das gibt dann die Beefs und so, was. Sie haben ja also schon immer noch. Schweizer schon. Beim Schweizer, ja. Ja, aber dort hast du auch richtige. Eben, dort haben sie auch Provokateure drin. Da. Also, yeah. Die haben immer importiert. Die Mia und so, die sind schon hart drauf. Gut, ja, Mia ist nicht importiert gewesen. Aber sonst hast du meistens immer einen Österreicher oder einen Deutschen drin gehabt, der einfach den Auftrag hatte, einfach dumm zu tun. Oder? Die hat genau gewusst, was bei den abgesetzten Interviews sagen. Genau, die hat eine Rolle gespielt. Oder? Ja, ich habe das Gefühl, dort hat sicher auch Characters drin, die man castet hat aus der Redaktion raus, einfach zum etwas reinstreuen, wo also die nicht castet waren, sind 10%. Du hast zwei, drei Frauen gehabt, die nicht wirklich castet waren und der Rest hat genau gewusst, was sie spielen müssen. Nicht nach Skript, aber so, die haben ihre Rolle schon gekannt. Ja. Und wenn nicht, dann hat man sie ihnen ein bisschen beigebracht. Eben darum, also bei den Mails habe ich gefunden, oft wird einfach so gesagt, ja, es ist halt schon eine komische Umstellung, so, wenn mega viele Frauen mit ihm und ja, wir haben es gecheckt, wir kennen die Regeln, hör auf über das. Ja, jetzt hast du gewusst bei der Anmeldung. Ja, wirklich, es ist logisch, es ist anders, es ist komisch, wir verstehen es. Ja. Erzähl über, weißt du, ich kann ein bisschen Gossip hören, aber erzähl ein bisschen über die anderen. Und bei den Jungs, also Adela zum Beispiel, ihre Bachelor-Staffel habe ich immer geliebt. Ja, die ist riesig. Die Jungs, es ist so eine geile Mische gewesen. Ja, und auch sie ist ein geiler Charakter. Ja, also, sie ist wirklich. Sie ist eh noch cool. Also. Nee, und sie spielt, du merkst auch, dass sie weißt, ob sie im Kopf hat, ist jetzt nicht ganz das Publikum, wie man es sonst denkt. Die spielt smart, oder? Sie hat mega gut die Balance gehabt. Ich verstehe nicht, warum wir immer noch bei diesen Formaten mitmachen. Sie ist jetzt irgendwie auch bei Bachelor in Paradise oder was. Das gibt es jetzt auch. Das habe ich ganz kurz auf YouTube etwas gesehen, wo es im Sau mega geil sind. Was ist das? Das ist so wie alle, die irgendwie Bachelor-Connection haben. Weil es nicht nur die Bachelor und Bachelorette, sondern einfach... Auch Kandidaten, die aufgefallen sind. Genau, ja. Der erste deutsche Bachelor. Und die sind auf der Insel. Das sind so auf der Insel. Nicht zu verwechseln mit Temptation Island. Das ist wieder etwas anderes. Wie was? Dort hat, glaube ich, John Elmick. Ah, ja, das sind ja gut. Um was geht es dort? Dort geht es darum, dass, glaube ich, Bärli in dem Sinne getrennt werden. Und dann muss man versuchen... Mit ganz vielen Singles in ein Haus. Irgendwie so. Also alle Frauen gehen dann in ein Haus mit ganz vielen Single-Männern, die wirklich den Auftrag haben, sie zu verfeiern. Ah. Und umgekehrt. Und die Pärchen werden zu. So auseinandergenommen. Ja. Und da gibt es dann... Das Lass hat jetzt gerade ein Bit gehabt in seinem neuen Solo. Hat er ein mega Bit über das, wo er sagt, ich glaube, die dritte Staffel von den Amis, wo irgendwie die Grundgeschichte ist beim einen Paar, er hat sie mal betrogen und sie gehen dann in die Sendung, weil sie kann es irgendwie noch nicht ganz ihm verzeihen, was weiß ich. Am ersten oben ist sie dann so hammered, dass sie ihn betrügt und sie hat ein mega schlechtes Gewissen und am nächsten Tag geht sie mit dem Typ reden und der ist irgendwie eigentlich auch noch nett und sagt, hey, was ist passiert und bla bla und dann stoßen sie irgendwie auf Zukunft und das Kranke bei dieser Sendung ist, dass sie den anderen vom Paar immer nur so einen Zusammenschnitt zeigen, was ist eigentlich passiert in dieser Zeit im anderen Haus. Im anderen, ja. Und dort zeigen sie einfach knallhart sie mit dem Typ und dann einfach nur von dem ganzen Gespräch, nur so wie sie anstoßen auf die Zukunft. Oh mein Gott. So, oder?
Okay. Natürlich. Also es ist so ein weirdes Ding von, du weißt genau, was die Produzenten machen. Und du schaust gleich. Also weißt du so. Aber was ist das ein treuer Test eigentlich? Ja. Also, du machst halt mit, wenn du willst. Drama. Sagen. Ja. Treuer Test. Ich meine, es ist wie Love is Blind oder Married at First Sight. Mhm. Und all das Zeugs, es ist einfach... Ja, die, die gerade heiratet sie beim ersten. Genau, sie verkaufen es als Experiment, yeah, aber es ist schlussendlich einfach fucking entertaining TV. Mhm. Willst du mitmachen? Nein. Vorhin hast du immer die Frage, Dschungelcamp, willst du mitmachen? Dschungelcamp, ja, stimmt. Wenn es in die Schweiz kommt. Ja, ja, ja. Ich würde mega gerne mitmachen. Als Moderator. Ja. Nein, also, was ich wirklich gerne machen würde, wäre die Prüfungen. Wirklich? Weil ich, ja, weil ich einfach so, ich finde Sachen, um den inneren Schweinehund zu überwinden, ja, aber finde ich immer sehr geil. Aber, die physischen würde ich machen. Nein. Genau, ja, das Essen finde ich auch, das eben. Ist so blöch. Aber was ich aber mega spannend fände, also ich würde gerne nur Prüfungen machen, aber nicht, dass es ausgestrahlt wird, also so eigentlich einfach ohne Zuschauer. Mhm. Aber mich würde es dann gleichzeitig aber auch wundern, was macht es mit dir, wenn du weißt, oder im Deutschen schauen das 10 Millionen. Wenn du jetzt weißt, wir schauen 10 Millionen Menschen zu, dann machst du Sachen, wo du dich sonst nicht würdest getrauen. Mhm. Und das finde ich psychologisch sehr spannend. Weißt du, so, wie weit getraust du dich zu gehen, wenn du weißt, jetzt schauen 10 Millionen zu? Das würde ja also mit so Höhenangst und Bungee Jump und bla, dort wäre ich auch dann mit Krokodil schwimmen, all das Zeug. Aber die Käfer und Maden, die auf dich gehen und so, das ist einfach. Das ist einfach grusig. Also. Aber auch dort, erstens mal kassieren die irgendwie einen Hunderter für die zwei Wochen. Also die Top-Shots verdienen über 100'000 für das. Was? Siehst du? Ich sehe es leuchtet in den Augen. Ich kann überlegen. Mein Name ist... Ich will, also ja. Also das ist Anreiz 1. Plus, also weißt du, das sind die 100'000, die sie einfach kassieren. Wenn sie nicht aussteigen. Wenn sie aussteigen, kommen jetzt nur die Hälfte über. Wenn sie selber sagen, hat mich wenn sie selber raus. Sagen, okay. Ich bin jetzt da, hol mich hier raus, dann kommen sie die Hälfte über. Und das andere ist natürlich, dass wenn du Dschungelkönig, Königin wirst, die Folgeaufträge spüren dir in einem Markt wie Deutschland, mit, je nachdem, wenn du wie Evelyn Bodecki noch dich gut verkaufst und noch Werbesachen machst etc., das spürt dir nochmal locker eine Million rein. Locker. Das ist ja das Absurde, weil ich meine, Deutschland hat die B, C, keine Ahnung was, Promi-Kultur. Dass dann halt in irgendeiner Dorfdisco. Ja, ja, ja. 1000 Leute kommen. Ja? Dann, ja, ja. Hey! Komm! Ja, ja, oder wenn du einen Ballermann-Auftritt bekommst. Ja, so mit eben, dem, ja. Da kommst du ordentlich Geld über. Hey, Brate! Du machst noch Platz, komm! Wir haben jetzt noch einen Platz für dich. Nein, nein, ich kann keinen Sitzplatz. Du bist schon da, sitz schnell an. Ja, gut, ich muss da. Willst du noch ein Gläschen Weisswein? Nein, so Fussel trinke ich nicht. Es stimmt sogar, es ist wirklich ein bisschen Fussel. Ja. Ja. Tankstelle halt. Aha, der ist schon eine Tankstelle, gut. Ja. Aber wir können jetzt nicht mit dir reden, wenn du da hinten bist. Sitz an! Das braucht ja auch Zeit, wenn du da hockst. Also, kannst du gleich Zeit. Wann ist es wirklich? Nein, ist gut, danke. Ich kann noch Weisswein. Ja, wir haben Weisswein, wenn du willst. Eben, wir haben noch Weisswein. Wir hören eh bald auf. Der Christoph muss jetzt dann auch los. Merci, nimm mal. Danke. Salut, Jane, freut mich. Hujo, freut mich. Ja, du bist ja schön gesehen. Schöne Haare. Gleichfalls. Also. War du ein bisschen leichter? Ja, gut, habe ich auch gemacht mit Zeit. Also, es wird aufzeichnen, nur dass es du weißt. Du, gell? Also, mich lasse es sowieso nicht, ich beantworte keine Frage. Ja, ich weiß es. Zum Wohl. Dass die Kamera läuft, hat dich noch nie gestört. Nein. Viva. Cheers. Cheers. Es ist ein Upgrade vom Charlie. Vorher war Charles Anguilla da. Wer denn? Der Charles Anguilla war auf dem Stuhl, gewesen, Comedian. Und jetzt bist du da, jetzt ist die Frage, was ist besser? Ja, was fliegst du lieber? Eco oder Business? Ja, oder? Ist so. Ist so. Frage schon beantwortet, oder? Ja, siehst du, ich meine, du beantwortest keine. Wie sieht es eigentlich im Privatchat vom Charles Anguilla, ich will sagen, vom Carly Hirschmann? Hat er bald einen? Noch nicht gesehen. Doch, jetzt sagst du ja, dass so ein bisschen Influencer-Awards und so. Bingo-Werbung und so. Das ich kann nicht dazu reden. Nein, Mensch. Was sagst du?
Sag jetzt, wie sieht es, weißt du, Privatjet, wie ist das im Privatjet zu fliegen? Ja, du, wie im anderen Flieger auch, hast du einfach ein bisschen mehr Platz, kannst rauchen, kannst saufen. Du darfst rauchen im Privatjet? Ja. Aber wenn du einen durchs Charter darfst rauchen? Ah, so kommt immer drauf an, ja. Wir haben es einfach immer gemacht. Also ich kann mir auch mieten, für einen Flug? Ja, sicher, ja. Die meisten Leute machen das ja. Ach, ich meine, man muss immer einen haben, das muss dir gehören. Nein, du musst es durchrechnen. Ja. Es lohnt sich. Je nachdem kann sich sogar lohnen. Wenn du genug oft fliegst, lohnt es sich zu kaufen. Was nein, eben nicht. So? Also kommt immer darauf an. Zahlst ja irgendwie, heisst irgendwie zwischen 10-15% zahlst du pro Jahr. Wie gesagt, so Unterhaltskosten von einem Flieger. Jetzt, wenn der Flieger 70 Kisten kostet, schon mal rechnen. Ja. Zahlst du 7 Kisten pro Jahr Unterhalt. Wie bei einer Yacht auch. Wie viel würdest du zahlen für einmal Charter? Ja, kommt darauf an, wo du hinfliegst. Kann man lange Strecke überhaupt? Ja, aber dann brauchst du einen grossen Flieger. Eben, ja. Dann brauchst du einen A320er und der ist nicht billig. Der kostet ein bisschen. Aber so Ibiza kannst du nicht machen. Ist das nicht mal so teuer? Also, ja, also, kommt darauf an, was für einen du nimmst. Ja. Ibiza Mykonos zahlst du etwa 30er oder so. Eben. 30er, 40er. Dann lohnt sich viel mehr einfach Charter, wenn du einen brauchst und statt... Oh, das sowieso, außer wenn jetzt einer wirklich viel fliegt. Ich denke schon im Lifestyle drin. Checkt schon mal aus. Der Ball Geburtstag. Wunder, ich wollte das immer mal wissen. Ich nie... Ja, kannst du ohne Problem. Also, nächste Geburtstag kommen. Ja, ich bin ja dabei. Wenn es unbedingt sein muss, ist okay. Wenn es unbedingt sein muss. Ja, ist Chatter wie es, Leute schon, Buchscheine, fertig. Ja. Überweisen. Und dann gibt es ja noch die, wo, wenn sie leer zurückfliegen, dann kannst du sie günstiger nehmen. Weil sie, du willst ja nicht, dass sie leer fliegen. Dann gibt es irgendwie so ein Secondhand-Angebot. Keine Ahnung. Kann sein, ja. Ja, also wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, du fliegst auf Ibiza. Ja. Hast einen Chartered für Flug am Samstag. Ja. Aber du bleibst 2 Wochen auf Ibiza. Dann bleibt er ja nicht 2 Wochen dort. Außer du willst, dass er 2 Wochen dort bleibt. Und nach, aber außer du sagst nein, in 2 Wochen kommt ein anderer. Weißt du, was ich meine? Ja. Die übernachten vielleicht eine Nacht, 2, keine Ahnung. Wenn du jetzt 3 Tage gehst, dann bleiben die gerade 3 Tage. Bleiben die mit dir gerade dort, weißt du? Außer sie haben gerade wirklich einen Flug von dort, was sie kombinieren können, dass sie sagen, du, ich fliege gerade wieder zurück auf Zürich, auf London und von dort wieder auf Ibiza. Ja. Yeah. Aber sagen sie das? Der Flieger ist eh leer gewesen, du bekommst ihn günstiger, wenn es nicht immer der volle Preis von dir. Anscheinend gibt es ein Angebot, hat mir mal einer erzählt. Aber ich bin noch nie privat geflogen. Ich keine Ahnung. Nein, das ist nicht die erste Klasse geflogen. Das ist der Einzige, der bis jetzt etwas richtig gemacht hat, hier an dem Tisch. Ja, ja, wir müssen zum Lernen. Wir müssen... Zeig uns die Welt von der Schönen und der Reichen. Ja, die ist auch passé. Was läuft bei euch? Hey, wir haben auf ein bisschen... Es ist 150. Folge vom Joyous im Podcast. Okay. Ja, und jetzt haben wir es geschafft, jetzt bist du endlich mal da. Ja, gratuliere. Haben die noch nie zusammen aufgenommen? Nein, dann nie auch fertig geschickt. Ach so. Wir bekommen den Verlag keine Offerte. Das ist eben der Unterschied. Er verlangt den Offerte, darum kann er Privatjet fliegen und wir nicht. Ja, das ist es. Aber wir haben Wein bekommen. Das ist immerhin. Du hast das eigene Bier gebracht. Ja, für euch. Ich meine, ich sage nur ihr zwei da. Nein. Sorry, Cenk. Jetzt ist noch Cenk. Gut, du trinkst eh nicht viel Alkohol, oder? Du und der Boschi. Selten mal. Ja, neben dem Boschi wirkt es immer, als trinke ich nicht viel Alkohol. Ja, ja, gut. Ja, also, sind zwei zusammen trinken viel. Ja. Ah, ja, gut, ja. Ist sie eigentlich Energy da? Was? Du bist sie vorgefragt, da Energy da in Basel. Star Night in Basel. Nein, ich habe selber gegeben. Okay. Ja, wieso in Basel? Der Vujo hat sich innoviert ab dem Boschi. Wegen? Ja, du hast recht zugelegt, hä? Was? Nein, das hätte ich nicht innoviert. Wegen Basel. Wohnt ja in Zürich und sagt da, ob sie ja, Basel kommt, zeigen wir es einen Zürcher. Aber wohnt im Zentrum von Zürich. Das hast du schon gesehen, ja. Gibt es einen Klepper? Und er ist auch nicht von Basel? Nein, was ist er? Gelderkinder, ja. Ist es Aargau oder was? Es tönt wie, aber es ist Basel-Land. Nein, es ist Basel-Land. Okay. Aber er hat erst irgendwie, nach 10 Jahren hat er zum ersten Mal überhaupt in Basel-Stadt ein Konzert gegeben. Ah, oh, ohne Scheiß. Im Volkshaus, irgendwie erst 10 Jahre, nachdem er angefangen hat, ja. Krass. Mit 26. Ja, also mit 16 ist okay, ja. Schon ja bei Musikstar, oder? Ja. Musik, machst du auch mal?
Oh nein. Kannst du das Instrument? Nein, für was? Gute Frage. Musik, YouTube, fertig. Wieso jetzt noch da noch müssen studieren und so? Genug andere, die das machen. Ist nicht, wir sind irgendwie Blockflöte spielen früher oder so etwas? Nein. In der Schule? Nein. Nicht? Triangel? Das ist kein einziges Instrument. Gut, vielleicht Blockflöte, aber wie alt sind wir da gewesen? Also ich und Alex, vielleicht, keine Ahnung, 10 oder so. Ja. Vielleicht einmal gegangen und nachher nicht mehr gegangen. Quasi, ja. Also in Musikunterricht oder grundsätzlich in die Schule? Musikunterricht. Okay. Die Schule müssen gehen. Jäbige. Hast du ein Instrument gelernt? Xylophon. Xylophon? Oh, wirklich? Also gelernt. Also gelernt. Also, in der Schule ist ja, du musst entscheiden zwischen Blockflöte und Xylophon. Und ich habe gefunden, lieber so. Wir haben nicht mal eine Entscheidung gehabt. Ich kann auch nicht. Okay. Einfach Blockflöte. Wir müssen Blockflöte nehmen. Ja, 3,5 Jahre gespielt. Okay. Ich würde mega gerne ein Instrument können spielen. Aber von wann ist es Pflicht gewesen? Von der 1. bis 3. Klasse oder bis 6? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Dritte bis 6. Und 3. bis 6. Bist du sicher? Gut, ich bin in der Steiner Schule gewesen. Bei uns ist eine andere Pflicht. Ich habe immer Blockflöte rumgelegen. Jederzeit. Ja. Ja. Ich spiele jetzt Blockflöte. Ich will jetzt Blockflöte spielen. Nein, wir haben jetzt Mathe. Nein, ich würde. Okay, und ich wirklich, würdest du deine Kinder in die Steiner Schule schicken? Hey. Gut, mittlerweile sind es ja ein bisschen andere Sachen, die eher das Problem sind bei der Steiner Schule, als die effektive Schule und Erziehung dort. Okay. Was ist das? Steiner Schule, was ist das so? Bekannte Schule in Basel oder was? Es ist ein ganzes Schulkonzept, das ein bisschen anders aufgebaut ist. Die Kinder werden freier gelassen, es ist mehr als gesamtheitlich, es sind mehr projektbezogen anstatt so Unterricht. Gibt es das auch in Zürich? Ja. Und stehen für so Leute wie mich. Siehst, am Schluss landet man mit so einer Frisur auf der Bühne. Ja, du musst den Namen tanzen und sowas. Wirklich? Ja. Dann kann sie den Namen tanzen. Und lustigerweise haben wir den Namen nie effektiv getanzt. Wir haben alles andere getanzt. Wir haben Figuren getanzt und aber schon phonetisch. Zahlen. Ja. Dich so an diesen. So haben wir Buchstaben gelernt. Buchstaben, ja. Ich weiss noch, B ist der Bär. Oh, ja. Und dann haben wir irgendwie, weißt du, so, der Pfau. Mhm. Fürs PF und alles so Scheiß. Aber, um deine Frage zu beantworten, ich würde wahrscheinlich schon. Ich komme voll an. Weil ich bin 5 Jahre gesehen, dann habe ich gefunden, jetzt reicht es mir. Ja. Aber nachträglich muss ich sagen, es ist wahrscheinlich etwas vom Besten, was ich machen konnte. Wirklich. Ja, weil, also, ich habe wirklich das Gefühl, es ist einfach Kind sein lassen und einfach, Und es ist wirklich so gesehen, hey, wenn jemand etwas vorführen will, und dann habe ich etwas vorgeführt und niemand hat gelacht, und habe ich gewusst, es ist nicht so schlimm. Darum habe ich eine Comedian werden. Mega. Yeah. Das effektive Bildungsniveau. Führt ihr vor, was ihr wollt. Ich muss gehen. Danke fürs Rösten. Alles Gute. Tschüssi. Bis bald. Mach mal eine Tour ein paar Sit. Ja, ist gut. Schon 1-2 Stunden unter mir. Ja, wir müssen auch langsam aufhören. Ja. Dann wüsste ich, dass ich seriös noch Alkohol sage. Und du bist jeden Tag da im Haus, bist nicht lange noch auf 20 so. Also, ich rufe mal an. Ich dachte, du hast keinen Bock auf mich. Ich hab's nicht gemacht mit Puffy the Band. Das muss man schnell sagen, weil das hat man sicher nicht gehört auf der Aufnahme. Wenn er gesagt hat, ich habe dich groß gemacht, ich kann dich auch wieder klein machen. Er ist einfach eine Legende. Wirklich. Das ist wirklich. Genau das gleiche Wort im Kopf gehabt. Ja. Ja, jetzt müssen wir aufhören. Der Christoph hat noch Familienfest. Ja, ich muss noch einen Glühweinstand. Ja. Und Cenk hat nichts. Ich habe jetzt ein Bier bekommen. Ja, ich gehe mit dem am Bahnhof mal schauen. Vielleicht finde ich ja jemanden, der mit mir. Du kannst das, den geistigen Tag von eben kannst du gerade weiterführen. Ja. You'll find someone. Das ist geil, führe dich auf, was du willst. Das ist wirklich einfach etwas. Ja, aber ja, das ist das, was mir die Leute nie geglaubt haben, dass er so ist, wie er ist. Und er ist so. Ja. Das ist, aber das mag ich mega fest. Darum, ich habe ihn wirklich gern. Es hat immer das Gefühl, wie ich die Bachelor Best-ofs gemacht habe und dann mein Witzebring gemacht habe. Ich fände ihn eigentlich dumm. Nein, ich mag ihn. Er ist Geile ist, er hat ja wirklich unglaublich feste Selbstironie. Ja. Das ist der am lautesten lacht im Programm in der ersten Reihe, wenn du Witzebring machst. Und das ist einfach so. Das ist eine Qualität. Genau. Für die Unbeschwertheit. Man weiß, für was so verkopft durchs Leben geht. Einfach. Legendär, geht zu euch schauen, jetzt wo der Podcast vorbei ist, dürft ihr wieder etwas anderes schauen. Geht auf YouTube, vielleicht ist es auf dem SRF Player, und schaut den Schawinski mit dem Vujo Gavric. Weltklasse. Der Schawinski, der ihn eingeladen hat, um ihm eigentlich zu sagen, wie dumm das er ist und wie blöd und wie peinlich.
Und genau das, was du sagst, so die Gelassenheit, die er hat, weil der Chauvin versucht anzugreifen, aber hast du nicht das Gefühl, das ist mega peinlich, was du da machst? Und der Wujo einfach, ja. Und das ist so. Und es war erledigt. Mhm. Der Chauvin hat, hat alle Angriffsfläche verloren. Es ist einfach der Wind, was du merkst richtig, wenn er zusammenkommt. Er richtig. Also, wenn er versucht, mir zu sagen, wie blöd das ist. Und er, ja, das stimmt. Weil normalerweise gehen die Leute zurück, weißt du? Und danach, dann kommt das er in den Papiermodus. Und so ist er wirklich so wie angelaufen. So, Dass ich bewundere, dass so Leute einfach so die so eine Peter Pan gelassen haben. Beim Chauvin sind zwei Leute, wo ich das gefunden habe. Es ist der Wujo gesehen und der Mike Müller. Ja. Da ist auch einfach wirklich so entspannt, dass einfach der Chauvin wie zusammengeht. Ich merke, der steht wahrscheinlich einfach drüber und lässt gar komplett. Nicht erst die Reibung entstehen und weiß genau, wie er sich an Dinge und bei ihm ist einfach, er lässt es einfach, ja, ist einfach so, ja, voll chill. Und das ist halt das, die Leute regen sich dann so umso mehr drüber auf, ich kann das so nicht das Leben ernst nehmen und trotzdem erfolgreich durchs Leben gehen. Und das ist so, ich liebe das, wenn, zusammen, wenn die das crumblet. Es ist so ein Simpsons-Volk. So wie die kennen, wo so einer dort ist, der so sich am Hummer huere aufregt. Weil der Hummer der dümmste ist und immer alles falsch macht. So, hey, schau mal, ich bin der Hummer Simpson. Und dann regt er sich so auf, am Schluss irgendwie elektrisiert sind und so. Also ich liebe das so, einfach können gelassen durchs Leben und... Also haben wir so 150 Folgen gebraucht, zum Lernen. Für die Lehren. Erkenntnis. Vorbild Wujo Gavric. Ja, gehen wir alle als Wujo Gavric ist 2024. Wirklich, was bringt das? All die verkopfte, alles ernst nehmen und strategisch sein Leben irgendwie. Lass einfach fließen und ja, organisierst einen schönen Sonnenuntergang und chillst. Und jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. Absolut. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Danke, Salty. Danke euch. Danke, Christoph Messi. Danke für die Einladung. Alles Liebe, bis bald. Peace.